Gut, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen also in dem vergangenen Vortrag die Entdeckung der Messenger-RNS dargestellt. Sie haben aber gesehen, dass man eigentlich eine natürliche Messenger-RNS bei der Entdeckung gar nicht isoliert hatte. Man hatte Poly-U in Polyphe zum Beispiel übersetzt, aber Poly-U ist ja keine natürliche Messenger-RNS und die Aufgabe war ja klar, man musste jetzt also natürliche Messenger-RNS isolieren und sich fragen, welche Struktureigenschaften hat die, wie wird die synthetisiert und wie übt sie vielleicht ihre Funktionen aus im Einzelnen. Und das hat man natürlich auch sofort gemacht. Und die Ergebnisse dieser Analysen, die will ich Ihnen darstellen, und zwar aus den Jahren 1963 bis 1975. Das habe ich geschrieben, die Analyse der Struktur und der Synthese eukaryotischer Messenger-RNS von 1963 bis 1975. 1963, das ist die Entdeckung der Messenger-RNS und die Entdeckung der Polyribosomen speziell. Und 1975, das ist die Entdeckung der CAP-Struktur. Und das ist die letzte große Entdeckung in dem Zusammenhang vor der Entdeckung des Splicing und der gespaltenen Struktur der eukaryoten Gene bei der Analyse der Adenovirus-Genexpression. Und das will ich Ihnen ja dann im nächsten Vortrag im Detail darstellen, diese Adenovirus-Genexpression. In diesem Vortrag werde ich das als letztes in einer Kurzform darstellen, diese Adenodaten in einer super Kurzform, damit das Ganze abgeschlossen ist. Aber die können Sie auch weglassen, diese super Kurzform, die eigentliche Version folgt in dem nächsten Vortrag. Das ist also der Sinn der Sache. Eukaryotischer Messenger, das ist auch wichtig. Bei diesen Analysen hat sich gezeigt, dass die Struktur, die Funktion und die Synthese der prokaryotischen Messenger-RNS und der eukaryotischen Messenger-RNS sich doch in vielen wichtigen Punkten grundlegend unterscheiden. Und deswegen muss man sich also spezialisieren und ich will Ihnen also jetzt hier die eukaryotische Messenger-RNS vorstellen. Das ist ja auch die Messenger-RNS mit den gespaltenen, aus den gespaltenen Genen. Das ist der Hintergrund dieses Titels. Der Vortrag, den habe ich gegliedert in, ich glaube, 6 Kapitel, Römisch 1 bis Römisch 6, das ist Kapitel Römisch 1. Und das werden insgesamt 4 Tafeln. Das Kapitel 1 trägt den Titel Die Entdeckung eines 45S-Vorläufers der 28S- und 18S-RRNS und die spezifische radioaktive Markierung der Messenger-RNS. Und das ist natürlich sehr wichtig und ich habe 2 Arbeiten davon rausgeschrieben, beide aus dem Jahr 1963 und beide, wie Sie schon an den Autoren sehen, von der gleichen Arbeitsgruppe vom MIT in den Vereinigten Staaten, zum Institut für Biologie. Die erste Arbeit, das ist Scherrer, Latham und Darnell, Demonstration of an unstable RNA and of a precursor to ribosomal RNA in HeLa cells. Also eine instabile RNS, das ist natürlich die Messenger-RNS, die kann ja nicht stabil sein, sondern die Zellen müssen ja ihr Repertoire der Proteinsynthese umstellen können. Das können sie ja mit einer stabilen Messenger-RNS schwer machen. Also das ist die instabile RNS ist die Messenger-RNS. Und ein Vorläufer für die ribosomale RNS in den HeLa-Zellen entdeckt. Die HeLa-Zellen sind ja eukaryote Zellen. Und ich will Ihnen die Messenger-RNS, die unstabile RNS, in dieser anderen Arbeit darstellen. Sie sehen, das ist die gleiche Arbeitsgruppe im gleichen Jahr. Beide Arbeiten sind im Grunde parallel gemacht, im gleichen Labor, sind für die Publikation dann auseinanderdividiert worden in gewissem Sinne. Und die Messenger-RNS, die ist hier besser klarer dargeboten als hier oben. Deswegen will ich die Messenger-RNS also hier unten rausnehmen und nicht hier oben. Gut, was hat man also jetzt gemacht? Hier geht es jetzt also um den Vorläufer für die ribosomale RNS. Was hat man gemacht? Man hat 300 Milliliter HeLa-Zellen genommen. Die HeLa-Zellen kann man in Suspension rühren. Dann wachsen die auch in Suspension. Und hat die 30 Minuten mit C14-Uridin in der RNS markiert. Und dann hat man sich die RNS angesehen, die OD, die Masse der RNS im OD-Profil und die radioaktive RNS im C14-Profil. Ganz einfach.
Aber der Trick ist der, man muss an diese RNS rankommen. Und das kann man mit einer speziellen Phenolextraktion. Und die ist hier beschrieben. Man nimmt die ganzen Zellen und extrahiert sie direkt mit Phenol. Keine Fraktionierung. Und die Phenolextraktion, die ist jetzt der Trick dabei. Die wird bei pH 5,160 Grad und 0,5% SDS durchgeführt. Das sieht so aus, dass man sich einen Kolben nimmt und da tut man jetzt, sagen wir mal, unten 150 ml Phenolphase rein und darüber 150 ml wässrige Phase. Die wässrige Phase ist eben jetzt pH 5,1, 0,5% SDS und das Ganze ist bei 60 Grad. Also sehr eigenartige Bedingungen. Und dann nimmt man seine HeLa-Zellen, zentrifugiert die ab und suspendiert die in einem kleinen Volumen von einem einfachen Puffer. Und diese Suspension, die gibt man in die wässrige Phase, in diese 150 ml und rührt das. Und dann werden die Zellen direkt aufgelysiert durch das SDS. Das SDS ist ja ein ionisches Detergens. Sie kennen das vielleicht von der SDS-Gel-Elektrophorese, da habe ich ja ausführlich über das SDS gesprochen. Das wird sofort, wird das Ganze lysiert und auseinandergenommen. Und dann können Sie diese Phenolextraktion bei 60 Grad machen, schütteln. Und der Witz dabei ist natürlich der, dass man sagt, das SDS zerlegt die Ribonukleoproteine sehr schnell. Und das müssen Sie natürlich schnell und gut machen, denn sonst ist die Phenolextraktion ja sinnlos. Sie müssen ja ein Ribonukleoprotein zum Beispiel in RNS und Protein zerlegen, damit sich die RNS entscheiden kann gleichsam, dass sie in die wässrige Phase geht und das Protein sich entscheiden kann, dass es in die Phenolphase geht. Das Ribonukleoprotein würde in der Interphase vielleicht bleiben. Sie müssen es also sehr, sehr schnell und effizient zerlegen und das macht man mit dieser Methode. Und außerdem ist es so, bei pH 5,1 haben Sie praktisch keine Nuklease-Aktivität während der Lyse, sodass Sie keine Brüche in die RNS bekommen. Und die ganze Sache hat noch einen großen Vorteil, das habe ich geschrieben, die DNS ist im Phenol und in der Interphase in dem System. Das hat man gefunden bei diesen Analysen, hat man natürlich die verschiedenen pHs und verschiedenen Temperaturen analysiert, und hat gesehen, wenn man es so macht, dann geht die DNS in die Phenolphase, nicht in die wässrige Phase wie üblicherweise, in die Phenolphase und in die Interphase. Und dann hat man in der wässrigen Phase nur noch die RNS, ohne Brüche, wunderbar verteilt. Das ist die großartige Methode. Und die Methode ist in dem Labor entdeckt worden und die Methode ist eben der Wurzel dafür, dass man alle diese schönen Analysen machen kann. Sonst sind die Analysen ja ganz einfach. Aber man muss eben diese Methode haben, mit der man diese RNS so quantitativ, die gesamte RNS bekommt man in der wässrigen Phase, das werden Sie nachher noch sehen, und ohne Brüche und so kann man das also isolieren. Und wenn man das kann, dann ist das Experiment ganz einfach. Man macht diese Markierung, macht diese Phenolextraktion und setzt die RNS auf einen Sucrose-Gradienten in diese Richtung zentrifugiert und was man bekommt, habe ich hier aufgezeichnet. Das OD-Profil bei 260 Nanometer ist also die RNS und Sie sehen, das ist der 28S-Peak, der 18S-Peak und hier oben nochmal Transfer-NS zum Beispiel. Also aus den Ribosomen 28 und 18S. Die Radioaktivität, das ist das, was in 30 Minuten gemacht worden ist, sieht ganz anders aus. Das ist ein 45S-Peak und diese Schulter. Und diese RNS, die hatte man vorher noch nie gesehen. Und was aus dieser RNS wird, kann man ja leicht erkennen, indem man jetzt einfach an diese Markierung einen Chase anschließt. Und der Chase, das habe ich Ihnen hier rechts aufgeschrieben, ist, das ist die Analyse wie links, aber nach den 30 Minuten Markierung noch 90 Minuten Chase. Chase ist hier mit Actinomycin-D gemacht. Das bedeutet, man gibt Actinomycin-D zur HeLa-Kultur, dann blockiert man dadurch die gesamte RNS-Synthese. Es wird keine neue RNS an DNS gemacht. Das Actinomycin-D geht an die DNS. Die DNS wird dadurch inaktiviert für die Transkription. Man macht keine neue RNS. Man kann also nur noch sehen, was wird aus der alten radioaktiven RNS. Und was daraus wird, sehen Sie an der roten Kurve, 28S und 18S. Also das ist der 45S-Peak, ist ein Vorläufer für die ribosomale RNS. Und den hat man also hier entdeckt. Die 45S-RNS ist ein Vorläufer der 28S und 18S-RRNS. Später kann man natürlich genaue Analysen daraus machen,
daraus machen mit Acrylamidgelen und in Quarz zu rechnen. Nicht auf Zuckergradienten, da ist die Auflösung ja nicht sehr gut. Und man kann das in Gelen, in Quarzröhrchen auftrennen. Die Quarzröhrchen kann man scannen, dann kriegt man das gleiche OD-Profil. Und den Inhalt kann man auspressen und schneiden und Radioaktivität messen. Und dann bekommt man natürlich eine viel bessere Auflösung und kann hier viele verschiedene Intermediate isolieren. Das ist in der Virologie und in der Zellbiologie dann um diese Zeit in großem Stil natürlich gemacht worden, solche Analysen auf Gradienten und auch in den Quarzröhrchen. Das ist also diese erste Arbeit. Und die zweite Arbeit, die ich Ihnen vorstellen will, wie gesagt, gleichzeitig gemacht im gleichen Labor, 1963, Penman, Scherer-Becker und Danell, hat den Titel Polyribosomes in Normal and Poliovirus Infected HeLa Cells in their Relationship to Messenger RNA. Also Polyribosomen in normalen und poliovirus-infizierten HeLa-Zellen und ihre Beziehung zur Messenger-RNA. Das Interessante ist jetzt die Messenger-RNA dabei und das ist in dem Experiment A gemacht. Das sind zwei Hauptexperimente, die ich Ihnen beide vorstellen will. Dieses Experiment A sieht folgendermaßen aus. Da kann man jetzt also radioaktiven Messenger isolieren, sehen. Man hat Folgendes gemacht, 600 Milliliter HeLa-Zellen in Suspension und die hat man radioaktiv markiert mit P32, 20 Millicurie P32. Das ist kein Schreibfehler, das sind wirklich 20 Millicurie für 40 Minuten. Man hat damals wirklich mit großen Mengen von P32 in den Laboratorien gearbeitet. Wir haben also bis zu 50 Millicurie in einem Experiment eingesetzt damals auch. Und man kann also auf diese Weise wirklich sehr heiße RNS erzeugen. 20 Millicurie P32 und dann nach diesen 40 Minuten hat man die Zellen direkt geerntet und sich die Polyribosomen gemacht aus dem Zuckergradienten. Mechanische Lyse und Polyribosomen aus dem Sucrosegradienten. Das konnte man ja. Die Polyribosomen wusste man ja, wie man die isoliert und dann hat man daraus durch den Polyribosomen die RNS mit Phenol extrahiert, pH 5,61 Grad SDS, wie hier oben. Hier hatte man ja die ganzen Zellen Phenol extrahiert. Hier hat man die Polyribosomen gereinigt. Und dann hat man die RNS auf dem Zuckergradienten angesehen und das Profil sieht so aus, wie ich es hier gezeichnet habe. Schwarz ist die optische Dichte, gut, das ist natürlich 28S und 18S im Wesentlichen, was hier sedimentiert. Interessant ist die rote Kurve, die Radioaktivität. Die sieht jetzt ganz anders aus als die optische Dichte und das ist diese rote Kurve. Das ist die radioaktive RNS, die in den Polyribosomen ist. Und die ist ja frisch gemacht worden in der Markierung, in den 40 Minuten. Man wird sagen, das ist also offenbar die Messenger-RNS. Das ist sie wirklich, dafür gibt es zwei Argumente. Das erste ist folgendes, Sie können die Polyribosomen nehmen und dann mit EDTA behandeln, nicht mit Phenol extrahieren, sondern mit EDTA behandeln und die Ribonukleoproteine auftrennen. Dann finden Sie natürlich die große Untereinheit und die kleine Untereinheit von den Ribosomen. Die enthalten keine P32 RNS, kein P32 und Sie finden ein drittes Teilchen, ein Teilchen, was P32 RNS enthält, das ist das wahrscheinliche Messenger-Ribonukleoprotein. Das heißt also, das Ribonukleoprotein ist ein Teil des Polyribosoms. Das können Sie daran sehen. Und wenn Sie dieses Profil nehmen, dann kann man sagen, wenn das Messenger-RNS ist, dann kann ich ja jetzt jede einzelne Fraktion nehmen und in der In-vitro-Proteinsynthese sehen, stimuliert die Fraktion die In-vitro-Proteinsynthese. Das ging ja 1963 und so ist es. Die Stimulation verläuft parallel zu der roten Kurve. Die 28S-RNS ist praktisch inaktiv. Aber diese Fraktion hier hinten, das ist die aktivste Fraktion. Und dadurch kann man also sehen, jawohl, das ist wirklich die Messenger-RNS, diese rote Kurve. Und das ist keine Kontaminante, sondern das ist die Messenger-RNS. Das habe ich geschrieben, nach 40 Minuten P32, das sehen Sie, immer noch keine neu synthetisierte, radioaktive, ribosomale RNS, keine P32, 28S-RNS und auch keine 18S-RNS, sehen Sie an den Ribonukleoproteinen in den Polyribosomen. Und in den Ribosomen, die Sie aus den Polyribosomen isolieren. Die Messenger-RNS ist heterogen in der Länge, und sie tritt also sehr früh in den Polyribosomen auf. Bevor die neuen Ribosomen ankommen, bevor neue
ribosomale RNS in die Polyribosomen einwandert, über die Ribosomen, wandert der Messenger-RNS ein. Die Messenger-RNS ein, die ist viel schneller da. Das ist die glückliche Situation hier. Das ist das Glück des Tüchtigen natürlich, dass man das hier gefunden hat. Wenn man hier länger markiert als 40 Minuten, dann treten natürlich auch radioaktive Ribosomen auf und dann sieht das Profil natürlich ganz anders aus. Dann haben Sie eine Mischung aus ribosomaler und Messenger-RNS. Dann können Sie das nicht mehr so unterscheiden. Das ist also das wunderbare Ergebnis dieser Arbeit. Ja, Sie sehen also jetzt, können hier also ein Messenger-Profil machen und können sich also radioaktive Messenger-RNS machen. Und soweit Sie also Analysen an radioaktive RNS machen können, mit der Radioaktivität, können Sie jetzt hergehen und radioaktive Messenger-RNS studieren. Sie können zum Beispiel eine Basenanalyse machen mit Alkalihydrolyse und dann können Sie die Basenzusammensetzung messen. Ja, ich will, das ist natürlich außerordentlich wichtig, ich will noch zwei Anmerkungen dazu machen, eine einfache und eine etwas kompliziertere zu dieser Kurve. Die einfache Anmerkung ist die, dass man sagen kann, ich nehme einfach die Polyribosomen, ich vergesse die ganze Markierung, ich mache einfach Polyribosomen, setze die mache gar keine Markierung, setze die über dieses Gradienten, messe das OD-Profil, da sehe ich vielleicht auch die Messenger-RNS, die müsste ja auch da sein. Die ist auch da, aber man kann sie nicht sehen. Man kann sie nicht erkennen. Sie ist da, man kann sie aber nicht erkennen. Und das können Sie leicht sehen, wenn Sie annehmen, Sie hätten ein Polyribosom mit 6 Ribosomen und einem Molekül Messenger. Dann hätten Sie 6 Moleküle davon, 6 Moleküle 18S und ein Molekül Messenger. Das für Zahl der Moleküle wäre also 6 Moleküle 18S zu einem Molekül Messenger. Die Größe der Messenger-RNS, die sehen Sie, die ist aber ungefähr nur halb so groß wie die 18S-RNS, die Länge. Das heißt, das Verhältnis in der Masse wäre nicht 6 zu 1, sondern 6 zu 0,5 oder 12 zu 1. Das heißt also, von 100%, weil 12 zu 1 wäre also ungefähr 8% der Masse, hier wäre Messenger. 8% von diesem 18S-OD-Peak. Aber die 8% sind nicht in einem ganz bestimmten, nicht in einer Position, sondern sind ja so verteilt. Und dann sehen Sie sie nicht mehr. Und deswegen ist das Ganze im OD-Profil, ist die Messenger-RNS unsichtbar. Unerkennbar. Und das gilt auch für die Yale-Analyse. Wenn man überzeugt davon ist, dass da Messenger-RNS ist, dann kann man das sehen. Aber die Analyse funktioniert also so nicht. Sie können den Messenger so im OD-Profil also nicht erkennen. Das ist die einfachere Anmerkung. Das andere, die zweite, ist etwas komplizierter. Diese Pulsmarkierungen und Puls-Chase-Experimente, die sehen sehr einfach aus, aber in Wirklichkeit muss man eine Menge Betrachtungen anstellen, um sie richtig zu machen und richtig zu interpretieren. Und ich will Ihnen eine Andeutung davon geben, anhand dieser Zeichnung hier. Diese Analyse. Wenn man das genauer ansieht, dann stellt man fest, dass die Messenger-RNS und die ribosomale RNS sich grundlegend unterscheiden dadurch, dass die Messenger-RNS eine begrenzte Lebensdauer hat und die ribosomale RNS stabil ist. Das ist ja eine häufige Situation, solche Unterschiede in der Biologie, in der Molekularbiologie. Und das bedeutet Folgendes. Wenn Sie die Messenger-RNS markieren, dann sehen Sie, dann stecken hinter der Markierung der Messenger-RNS zwei Synthesen. Das eine ist die Erneuerung der Messenger-RNS, die zerfällt, weil sie den Turnover hat. Und die zweite Synthese ist die Neusynthese im Rahmen der Vermehrung der Zellkultur. Wenn die Zellkultur sich alle 12 Stunden verdoppelt, dann habe ich natürlich dadurch eine Messenger-Synthese. Aber das ist nur ein Teil der Synthese. Der andere Teil der Synthese ist die Erneuerung der Messenger-RNS, die labil ist, die zerfällt und eben die begrenzte Lebensdauer hat. Das ist bei der ribosomalen RNS ganz anders, die ist stabil. Die ganze Synthese ist die Neusynthese im Rahmen des Wachstums der Zellkultur. Das ist ein sehr wichtiger und großer Unterschied in der Markierung, den man sich immer klar machen muss. Markiere ich eine labile RNS, die eine begrenzte Lebensdauer hat, oder markiere ich eine stabile RNS?
An dem Beispiel könnte man sagen, nehmen wir an, die HeLa-Zellen würden sich jetzt alle 12 Stunden verdoppeln. Und der Messenger, kein Messenger würde älter werden als 6 Stunden. Jetzt nur fiktiv. Der Messenger ist eben, hat eine begrenzte Lebensdauer und kein Messenger würde älter werden als 6 Stunden. Dann würde man, könnte man ja Folgendes sagen, wenn ich 6 Stunden markiere, dann habe ich den gesamten Messenger markiert. Denn alle Messenger-Moleküle sind ja jünger als, die ich habe, wie ich isoliere, sind ja jünger als 6 Stunden. Und in den 6 Stunden habe ich markiert, dafür muss ich sorgen, dass während der Zeit natürlich immer Label da ist, dass der Label nicht frühzeitig verbraucht wird, dann ist der ganz und gar markiert, der Messenger, und er ist ganz durchmarkiert. Und wenn ich länger markiere, dann bekomme ich keine größere spezifische Aktivität. Ich bekomme etwas mehr Messenger natürlich, aber die spezifische Aktivität, Counts pro Mikrogramm Messenger, die lässt sich nicht steigern. Heißer wird meine Markierung nicht. Das ist ganz anders bei der ribosomalen RNS in dem System. Wenn ich jetzt 6 Stunden die ribosomale RNS markiert habe, dann habe ich ja die Situation, dass ich bei 6 Stunden aus 100 Zellen, sagen wir 150 Zellen gemacht habe. Die 50 neuen Zellen, die sind markiert in der ribosomalen RNS. Die 100 Zellen, die sind aber nicht radioaktiv markiert, die sind kalt. Und das bedeutet also, natürlich jetzt schematisch gesprochen, es ist in jeder Zelle eine Mischung von kalten und heißen Ribosomen. Aber es sind eben, die 100 kalten Ribosomen sind noch da und die 50 heißen Ribosomen sind dazugekommen. Das heißt, die spezifische Aktivität ist lange nicht maximal, sondern sie ist nur ein Drittel des Maximums. 50 von 150. Das heißt also, die spezifische Aktivität ist weit entfernt von dem Maximum, während sie bei der Messenger-RNS nach 6 Stunden maximal ist. Das führt dazu, dass man insgesamt sagen kann, wenn ich eine sehr kurzlebige RNS habe, die vielleicht nur Minuten lebt, dann kann ich die in wenigen Minuten zu vollständigen, maximalen, spezifischen Aktivitäten markieren und die stabilen RNS habe ich in der Zeit fast gar nicht markiert. Das ist natürlich für die Praxis sehr wichtig, denn manchmal oder sehr oft sucht man nach diesen RNS-Molekülen mit einer solchen relativ begrenzten Lebenszeit. Also solche Experimente zu machen und zu interpretieren ist gar nicht so einfach und da muss man eben an diese Frage der endlichen Lebenszeit bzw. der Stabilität der RNS denken und das ist sehr wichtig. Ja, das ist die etwas kompliziertere Anmerkung. Und dann will ich Ihnen aber noch dieses Experiment B darstellen hier, was in dieser Publikation gemacht worden ist. Man hat 400 Milliliter HeLa-Zellen genommen in Suspension und hat 100 Milliliter mit der Scheininfektion behandelt und 300 Milliliter, die hat man mit Poliovirus infiziert. Und dann hat man die Kulturen bei 37 Grad inkubiert und die 100 Milliliter Scheininfektion, die hat man nach 2 Stunden geerntet und Polyribosomen davon gemacht. Und die 300 Milliliter Poliovirusinfektion, die hat man geteilt. Da hat man 100 Milliliter nach 2 Stunden geerntet, 100 Milliliter nach 2,7 Stunden und die letzten 100 Milliliter nach 3,7 Stunden. Und hat immer die Polyribosomen gemacht. Und das Ganze hat man aber gemacht, die Polyribosomen, nachdem man vorher noch einen kurzen Puls gemacht hat, mit C14 Aminosäuren. Ich habe geschrieben, 3 Minuten Puls C14 Aminosäuren, das reicht gerade, um die radioaktiven Proteine, die an den Polyribosomen gemacht werden, radioaktiv zu markieren, sodass man sieht, die Polyribosomen machen Eiweiß. Man hat also diese Polyribosomenprofile und die hat man verglichen. Im Prinzip ganz einfach, aber man muss eben die Polyribosomenprofile machen können. Und Sie sehen, 1963 ist das ja ganz neu, da hatte man ja die Polyribosomen gerade entdeckt. Die 4 Profile, die habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Profil 1 ist also ohne Infektion, das ist die Scheininfektion. 2 Stunden inkubiert und in diese Richtung sedimentiert. Dann hat man schwarz das OD-Profil, das ist das Ribosom und das sind die Polyribosomen. Und die Polyribosomen sind rot gezeichnet, auch radioaktiv markiert in dem kurzen Puls, die machen also Eiweiß. Das ist das, was man erwarten würde. Wenn man jetzt 2 Stunden nach der Polioinfektion die Probe nimmt,
dann sieht es etwas anders aus. Man hat wesentlich weniger Polyribosomen, aber die sind auch noch aktiv. Wenn man 2,7 Stunden nach der Poliovirusinfektion das aufarbeitet, dann ist es interessant, dann sehen Sie keine Polyribosomen mehr, nur noch die Ribosomen, und Sie sehen auch keine Proteinsynthese mehr. Die Poliovirusinfektion hat also die Proteinsynthese abgeschaltet, und zwar so, dass die Polyribosomen zerfallen. Und das sehen Sie also hier in dieser Analyse ganz wunderbar. Und wenn Sie eine Stunde später die Probe ernten, die 3,7 Stunden Probe, dann finden Sie diese Analyse. In dem schwarzen Profil, in dem OD-Profil, finden Sie jetzt neue Polyribosomen. Es sind neue Polyribosomen aufgetreten. Hier waren sie weg, sie sind neu aufgetreten. Und sie sedimentieren jetzt aber schneller als die alten Polyribosomen. Das war 200S, das ist 300S. Und diese neuen Polyribosomen, die machen auch Eiweiß. Das sehen Sie an der Aminosäuremarkierung. Das sind jetzt poliovirus-spezifische Polysomen. Wenn Sie also Antikörper gegen Poliovirus-Proteine nehmen, dann können Sie dieses Protein mit den Antikörpern fällen. Das kann man machen. Man hätte auch Folgendes machen können. Man hätte diese Polyribosomen isolieren können und die RNS mit Phenol extrahieren können und dann auf Infektiosität testen. Und dann hätte man gesehen, hier ist infektiöse Poliovirus-RNS drin. Das hat man nicht gemacht, aber das hätte man ohne weiteres machen können. Also, die Poliovirus-Infektion schaltet die Proteinsynthese aus, dann unter Bedingungen, in denen keine Polyribosomen da sind, und dann treten neue poliovirus-spezifische Polyribosomen auf. Das ist natürlich jetzt ein sehr interessantes Ergebnis auch für die Virologen und eine Aufgabe festzustellen, wie macht das Poliovirus das? Und das sind die Virologen, die Biochemiker werden das analysieren, und das Ergebnis ist gewesen, dass die Poliovirus-Infektion ein Initiationsfaktor der zellulären Proteinsynthese inaktiviert. Der wird inaktiviert, deswegen hat man hier keine Polyribosomen mehr. Die Initiation geht weg, die Elongation läuft weiter, die Polyribosomen verschwinden. Und dann ist es aber so, dass die Poliovirus-RNS unter diesen Bedingungen noch translatiert werden kann, ohne diesen Initiationsfaktor. Die Poliovirus-RNS enthält am 5-Ende kein Cap, sondern ein kleines Protein. Und deswegen kann diese RNS ohne diesen Initiationsfaktor in der Zelle translatiert werden. Die zellulären Messenger werden nicht mehr translatiert, Poliovirus-RNS wird translatiert, und deswegen treten diese neuen Polyribosomen auf. Das ist also das Ergebnis dieser, aus der Vogelperspektive jetzt betrachtet. Ja, das ist also sind also die wunderbaren Analysen, die man jetzt machen kann. Die sehen sehr einfach aus, aber man muss eben die richtigen Techniken haben. Nur mit dieser Phenolextraktion bekommt man diese wunderbaren RNS-Analysen, und auch die Polyribosomen-Analysen sind schwierig. Die Polyribosomen sind sehr labil, und man kann also, muss die richtigen Techniken anwenden, um das zu sehen. Das ist also nicht so einfach, wie es aussieht hier. Ja, damit habe ich Ihnen aber das dargestellt, insbesondere eben die 45S-Vorläufer-RNS und die Möglichkeit, Messenger-RNS als radioaktives Material zu machen. Und ich werde Ihnen auf der nächsten Tafel die Entdeckung eines weiteren RNS-Moleküls, das man nicht kannte, so wenig wie man die 45S kannte, eines weiteren RNS-Moleküls darstellen. Gut, meine Damen und Herren, dann will ich Ihnen also jetzt noch eine neue RNS vorstellen. Ich habe Ihnen ja schon die 45S-RNS vorgestellt und die Messenger-RNS, und hier geht es jetzt um die Entdeckung der HN-RNS. HN steht für Heterogeneous Nuclear RNA. HN ist heterogene nukleare RNS. Und die Entdeckung der HN-RNS durch den Perry, die will ich Ihnen hier im Detail vorstellen. Und das sind diese ersten vier Arbeiten. Diese vier Arbeiten. Und die Zusammenfassung, die werde ich alle hier im Zusammenhang, kann ich sagen, vorstellen. Und diese RNS ist dann weiter analysiert worden von vielen anderen. Und da werde ich Ihnen zwei weitere Arbeiten vorstellen. Gut, beginnen wir also mit den Arbeiten von dem Perry. Ich habe als erstes geschrieben,
1958 Gauldin und Perry, Influence of the Nucleolus on Mitosis as Revealed by Ultraviolet Microbeam Irradiation. Also der Einfluss des Nucleolus auf die Mitose, gemessen durch den Effekt einer Bestrahlung mit einem winzigen UV-Strahl auf den Nucleolus. Das ist folgendes, das ist eine Technik, in der man im Mikroskop auf eine Zelle guckt und dann sieht man sich einen Nucleolus an in einer Zelle und diesen Nucleolus, den kann man jetzt in dem Mikroskop bestrahlen mit einem UV-Strahl. Nur diesen Nucleolus. Das ist eine komplizierte Konstruktion und dann kann man sehen, was passiert mit dieser Zelle, nachdem man den Nucleolus bestrahlt hat. Diese UV-Strahlung zerstört die DNS, die biologische Aktivität der DNS im Nucleolus. Und das war eben die Frage, was passiert und in diesem Sinne jetzt, was ist der Einfluss auf die Mitose dieser Zelle. Und der Perry hat sich also auf diese Weise beschäftigt mit der Funktion des Nucleolus. Was dabei rausgekommen ist, ist jetzt ganz unbedeutend. Der Perry hat also gefragt, welche Funktion hat der Nucleolus. Und das ist die erste Arbeit, die zeigt, dass der Perry sich eben mit dem Nucleolus beschäftigt hat seit vielen Jahren. Die nächste Arbeit, die ich aufgeschrieben habe, ist 1961 Reich et al. Effect of Actinomycin D on Cellular Nucleic Acid Synthesis and Virus Production. Der Effekt von Actinomycin D auf die zelluläre Nukleinsäuresynthese und die Virusproduktion. Das Actinomycin D ist eines von vielen Hemmstoffen, die von Pilzen gemacht werden, Hemmstoffen der Vermehrung, der Vermehrung von Prokaryoten und von Bakterien. Insbesondere. Und da hatte man ein riesiges Spektrum von solchen Hemmstoffen natürlich isoliert und die hat man nacheinander analysiert. Actinomycin D ist eines dieser Substanzen und es zeigt sich eben, dass das Actinomycin D die Transkription der DNS in RNS blockiert. Das habe ich geschrieben. 1 Mikrogramm pro Milliliter Actinomycin D hemmt die gesamte RNS-Synthese an DNS in Maus-L-Zellen. Also die Blockierung der RNS-Synthese ist nicht nur in Bakterien da, sondern auch in Eukaryotenzellen, in Maus-L-Zellen. Das ist die Entdeckung. Man hat diese Hemmstoffe natürlich angesehen und hat gesagt, hemmen die Proteinsynthese, die DNS-Replikation, die RNS-Synthese, die Lipidsynthese, was auch immer. Und dieser Hemmstoff, der hemmt eben die Transkription von DNS in RNS. Es hat sich gezeigt, dass es daran liegt, dass das Actinomycin D an die DNS bindet und die DNS dann inaktiviert für die Transkription. Man hat dann gesehen, dass dieses Actinomycin D auf die Vermehrung von Vaccinia-Virus einen drastischen Einfluss hat. Die Vermehrung wird blockiert, das ist ja klar. Vaccinia ist ein DNS-Virus, vermehrt sich im Zytoplasma. Das Actinomycin D blockiert die Transkription der DNS, also auch die Vermehrung von Vaccinia. Die Vermehrung von Mengovirus ist vollständig intakt. Es gibt keinen Effekt auf die Vermehrung von Mengovirus. Mengo ist ein Verwandter des Poliovirus, eine infektiöse, einsträngige RNS als Genom. Die Replikation im Zytoplasma nur über RNS-Intermediate, über doppelsträngige RNS auch, aber das Actinomycin bindet eben nicht an doppelsträngige RNS. Und deswegen funktioniert die RNS-Replikation, die RNS-Transkription weiter. Das ist für die Virologie sehr, sehr wichtig gewesen, denn viele Viren, wie zum Beispiel das Poliovirus oder das Gelbfiebervirus und andere Viren, vermehren sich also im Zytoplasma mit infektiöser RNS als Genom und die sind zum großen Teil eben dann vollständig resistent gegen Actinomycin D. Und die Virologen arbeiten dann immer praktisch unter Actinomycin D mit den Viren. Das ist natürlich einfach, weil ja dann keine zellulären RNS-Moleküle gemacht und auch nicht mehr radioaktiv markiert werden. Alles, was man markiert, ist Virus. Viele Viren vermehren sich unter 1 Mikrogramm pro Milliliter Actinomycin D. Alle markierten RNS-Moleküle sind viralen Ursprungs. Also ein ungeheuer wichtiger Hemmstoff für die Molekularbiologie und für die Virologie. Jetzt kommen wir wieder auf den Perry.
Der Perry hat also sich gefragt, wie kann ich den Nukleolus blockieren, zum Beispiel mit UV-Bestrahlung. Und der Perry hat sich also jetzt überlegt, wenn das Actinomycin D diese spezifische Hemmung, nicht die spezifische Hemmung in dem Sinn, aber die Hemmung der RNS-Synthese an DNS macht, dann kann ich vielleicht sagen, wenn ich in der Zelle verschiedene Synthesesysteme für die RNS habe, ein System, was mir ribosomale RNS macht, ein System, was mir Transfer-RNS macht, ein weiteres System zum Beispiel, dann ist es ja möglich, dass diese verschiedenen Systeme verschieden empfindlich sind gegen das Actinomycin D. Ein Mikrogramm pro Milliliter ist einfach eine große Dosis. Damit lege ich alles still. Aber wenn ich jetzt mit ganz winzigen Mengen anfange, dann treffe ich vielleicht ein System als erstes und dann später das nächste und so weiter. Das war die Hoffnung. Und das hat er also versucht und bei diesen Versuchen, da hat er eben den großen Erfolg gehabt, den ich Ihnen jetzt berichten werde. Und diesen großen Erfolg, den hat er, der steht in dieser Arbeit hier, 1963 Perry, Selective Effects of Actinomycin D on the Intracellular Distribution of RNA Synthesis in Tissue Culture Cells, also ein spezifischer Effekt von Actinomycin D auf die intrazelluläre Verteilung der RNS-Synthese in Gewebekulturzellen. Die intrazelluläre Verteilung ist, das werden Sie sehen, autoradiografisch gemessen. Das ist die entscheidende Arbeit, das ist nur von 1963. Diese Arbeit von 1963 ist die erste Arbeit, diese Arbeit von 1962, die ist später gemacht worden. Die ist nur schneller publiziert und deswegen trägt sie das Jahr 62. Aber in Wirklichkeit ist das die erste Arbeit von 63. Und diese ist die zweite. Das liegt an der Publikationsgeschwindigkeit. Deswegen habe ich sie in dieser Reihenfolge auch aufgeschrieben. Das ist also kein Irrtum, sondern das ist die erste Arbeit und das ist die zweite Arbeit. Und in der ersten Arbeit hat er also diese besondere und wichtige Entdeckung gemacht. Und die Entdeckung habe ich Ihnen hier hinten hingeschrieben. Die spezifische Hemmung der RNS-Synthese im Nukleolus durch 0,04 Mikrogramm pro Milliliter Actinomycin D. Das hat er also gefunden, er hat gesehen, dass wenn er diese sehr kleine Konzentration nimmt, das ist ja von 1 Mikrogramm pro Milliliter, ist das ja nur 4%, dann wird als allererstes der Nukleolus stillgelegt sozusagen. Das hat er entdeckt autoradiografisch, das werde ich Ihnen ja genau darstellen. Und nachdem er das gemacht hat, hat er das Ganze auch noch biochemisch analysiert. Und die biochemische Analyse, die habe ich Ihnen hier dargestellt. Die autoradiografische hier und die biochemische hier. Die ursprüngliche ist die autoradiografische. Und diese autoradiografische Analyse will ich Ihnen also jetzt darstellen. Die ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Er hat L-Zellen genommen, das sind Mäusezellen. Und hat die im einfachsten Falle einfach ohne irgendwie mit 0 Mikrogramm pro Milliliter Actinomycin D, also ohne Actinomycin D, dafür 30 Minuten markiert mit H3-Cytidin in der RNS. Und dann hat er die Kultur autoradiografiert. Dann werden die Zellen samt ihrem Träger nach dieser Pulsmarkierung fixiert und dann werden sie in Fotoemulsion getaucht und ausgezogen und dann gibt es auf dem Zellrasen eine dünne Schicht von Emulsion und dann werden sie exponiert, der ganze Rasen wird exponiert. Ich habe geschrieben, 6 Tage Exposition im Dunkeln, in der Dunkelkammer und dann werden sie entwickelt. Und dann sieht man eben da, wo Radioaktivität eingebaut worden ist, wo Radioaktivität sich befindet, die Silberkörnchen und kann sagen, wo ist die radioaktive RNS. Und das Ergebnis habe ich Ihnen hier in dem Feld 1 piktografisch aufgeführt. Das ganze Autoradiogramm ist natürlich für mich hier nicht darstellbar. Das ist piktografisch aufgeführt und der helle Teil hier links, das soll der Kern sein und diese Membran, diese schwarze Linie soll die Kernmembran darstellen und dieser rosa Teil rechts soll das Zytoplasma darstellen. Und die roten Punkte, das sind die Silberkörnchen. Und Sie sehen, die gesamte RNS ist im Kern
Und im Kern ist sie auch in dem Nukleolus. Der Nukleolus ist dieser blaue Kreis. Da sind sehr viele Silberkörnchen, da ist also eine sehr aktive RNS-Synthese wahrscheinlich und eine große Akkumulation von RNS. Aber es gibt eben auch im Nukleoplasma viele Silberkörnchen. Das ist das Ergebnis nach 30 Minuten Synthese. Im Zytoplasma gibt es keine RNS, gibt es offenbar keine Synthese und es gibt auch keinen nennenswerten Transport ins Zytoplasma in diesen 30 Minuten. Das ist also die erste Analyse. Und die nächste Analyse ist, dass man das gleiche Experiment macht, aber anschließend einen Chase macht für 4 Stunden. Also 30 Minuten Puls, 4 Stunden Chase. Einfach indem man große Mengen von kaltem Cytidin dazu tut. Und dann macht man wieder die Autoradiografie und dann sieht das so aus, wie ich es gezeichnet habe. Die RNS ist aus dem Kern vollständig verschwunden. Aus dem Nukleolus und auch aus dem extranukleären Bereich. Und sie befindet sich also praktisch fast vollständig im Zytoplasma. Also diese Silberkörnchen, die sind jetzt fast alle hier. Der Löwenanteil ist also noch da und ist jetzt im Zytoplasma. Das ist das Ergebnis. Und das Interessante, Besondere an der ganzen Geschichte ist jetzt, sind diese unteren Figuren. Wenn man jetzt steigende Mengen von Actinomycin D da reingibt, dann findet man Folgendes. Bei 0,04 Mikrogramm Actinomycin D pro Milliliter hat man nach diesem 30-Minuten-Puls die RNS-Akkumulation, die RNS-Synthese im Nukleolus vollständig blockiert. Aber die extranukleoläre Synthese, die ist noch ganz normal da, soweit man das eben hier jetzt mit dieser Technik sagen kann. Und das heißt, man hat also den Nukleolus ausgeschaltet und die extranukleoläre Synthese unbeeinträchtigt gelassen. Das ist jetzt das wunderbare Ergebnis. Im Prinzip so wie mit der UV-Bestrahlung, nur hier biochemisch. Und wenn man diese Zellen jetzt 4 Stunden noch am Chase unterwirft und dann autoradiografiert, dann sieht man das hier. Die RNS ist aus dem Kern ausgewandert in das Zytoplasma, aber der größte Teil ist verschwunden. Man findet nur noch wenige Grains. Hier hat man also viele Körnchen, hier hat man nur noch wenige Körnchen. Das war hier oben ja anders. Diese Körnchen sind praktisch alle hier gelandet. Hier hat man diese Körnchen noch, aber die landen, oder die meisten dieser Körnchen, dieser Radioaktivität verschwindet, wird abgebaut. Nur wenig ist noch da und das wenige, was da ist, das ist im Zytoplasma. Das ist also das Ergebnis dieser Autoradiografie. Und ich habe Ihnen die Interpretation hier rechts daneben geschrieben. Ich habe geschrieben, erstens 0,04 Mikrogramm pro Milliliter Actinomycin D hemmt spezifisch die RNS-Synthese im Nukleolus. Ja, das sehen Sie ja direkt. Das zweite ist, die RNS-Synthese am Chromatin ist intakt, das sehen Sie durch diesen Vergleich hier. Und im Chase wird nur ein Teil des Materials überlebt und landet im Zytoplasma. Chase zum Teil im Zytoplasma. Das heißt also, nur ein Teil der Radioaktivität überlebt und die ist im Zytoplasma. Und der dritte Punkt ist jetzt noch interessant. Ich habe geschrieben, Masse der RNS im Zytoplasma, ich hätte schreiben sollen, Masse der radioaktiven RNS im Zytoplasma, kommt aus dem Nukleolus. Sie sehen ja jetzt hier, hier haben Sie ja eine große Menge von radioaktiver RNS im Zytoplasma. Und wenn Sie den Nukleolus stilllegen, dann gehen Sie ja von hier nach hier. Da legen Sie ja den Nukleolus still. Und dann sehen Sie, dann haben Sie fast gar nichts mehr im Zytoplasma. Das heißt, die Masse der radioaktiven RNS im Zytoplasma, die kommt aus dem Nukleolus. Das habe ich geschrieben. Und die Masse der radioaktiven RNS im Zytoplasma, das ist aber ribosomale RNS. Das war ja bekannt. Da gab es ja im Wesentlichen ribosomale RNS, das waren die 80%. Und dann gab es noch Transfer-RNS und dann gab es noch etwas Messenger-RNS. Aber die Masse ist ja ribosomale RNS. Und das heißt also, die Masse der ribosomalen RNS, der Masse der RNS, so muss ich sagen, im Zytoplasma ist ribosomale RNS. Und die Masse der RNS stammt, wie Sie hier sehen, aus dem Nukleolus. An diesem Vergleich. Also würde man sagen, der Nukleolus ist wahrscheinlich die Quelle der ribosomalen RNS. Es ist die Quelle der Masse der RNS. Das sieht man hier. Ich habe in Klammern geschrieben, wenn man also den 45S-RNS im Hinterkopf hat, dann würde man sagen, im Nukleolus müsste die 45S-RNS synthetisiert werden. Und das ist ja auch so. Nun, das ist also das großartige Ergebnis.
Und entscheidend ist eben jetzt für das Folgende, insbesondere, dass man den Nukleolus eben durch dieses Actinomycin-D stilllegen kann. Wenn man 0,04 Mikrogramm nimmt. Man darf nur diese kleine Dosis nehmen. Nun, der Perry hat sich also überlegt, dass er diese vier Proben, die er hatte, jetzt auch biochemisch analysieren wollte, indem er die RNS mit Phenol extrahiert und auf Zuckergradienten analysiert. Und diese vier Analysen, die habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Die sind dann publiziert worden in der nächsten Arbeit, The Cellular Sites of Synthesis of Ribosome and 4S-RNA. Es geht also um die ribosomale und die 4S-RNA, die Transfer-RNS. Es geht nicht um die Messenger-RNS. Der Perry kümmert sich um die Messenger-RNS nicht, die betrachtet er hierbei gar nicht. Und das ist also jetzt die nächste Arbeit. Das sind diese vier Phenolextraktionen von diesen Zellen und die Analyse der RNS. Die werden nicht fraktioniert, die Zellen, die werden ganz und gar mit Phenol extrahiert und die RNS analysiert. Leider hat der Perry bei der Phenolextraktion jetzt nicht ganz genau die Extraktion von Scherrer und Danell gemacht, die ich Ihnen ja vorher vorgestellt habe, pH 5,1, SDS 60 Grad, sondern er hat sie etwas modifiziert und er hat etwas Magnesium da reingetan in die wässrige Phase. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Das ist aber sehr schädlich gewesen und das werden Sie an den Gradienten sehen. Wenn man diese Probe, also die Pulsmarkierung, nimmt, die Zellen mit Phenol extrahiert und die RNS analysiert, dann hat der Perry dieses Ergebnis bekommen. Ich habe Ihnen jetzt immer nur die radioaktive RNS hier aufgezeichnet, H3. Die optische Dichte sieht natürlich immer so aus, wie die immer aussieht, mit 28S, 18S und Transfer-RNS. Die habe ich hier nicht mit eingezeichnet. Die Gradienten sind in diese Richtung sedimentiert und jetzt haben Sie den schlechtesten Gradienten hier in der Nummer 1. Das gibt ein so uncharakteristisches Profil. Und dann hat man hier oben die Transfer-RNS. 30 Minuten Synthese. Wenn das alles gut gelaufen wäre, dann hätte der Perry hier eben diesen 45S-Peak sehen müssen und die 35S-Schulter. Die hat er nicht gesehen. Warum er die nicht gesehen hat, das kann man natürlich jetzt schlecht sagen. Und ich habe geschrieben, aber hier unter der ersten Anmerkung, Perry sieht die 45S-Prä-RNS nicht. Er sieht eine heterogene Verteilung. Vielleicht hat er Degradationen gehabt, vielleicht hat er auch Aggregationen gehabt, das ist schwer zu sagen. Er hat eben auch diese Phenolextraktion nicht so genauso gemacht wie Scherrer und Danell. Die anderen Analysen, die sind aber ausgezeichnet. Man muss ja sagen, eine Phenolextraktion, die vielleicht den Nukleolus nicht gut extrahiert, die kann ja die Polyribosomen, die Messenger-RNS, die Ribosomen und andere Teile sehr gut extrahieren. Das muss ja nicht überall schlecht sein und das ist wohl der Hintergrund davon. Und diese Probe 2, die gibt dieses Profil. Das ist ja jetzt diese RNS im Zytoplasma und wir haben ja schon gesagt, wahrscheinlich ist das ribosomale RNS und das ist auch so, das ist 28S und 18S-RNS, die ist prozessiert und dann hat man hier Transfer-RNS. Das ist also das, was man erwartet. Interessant ist jetzt die Nummer 3, da hat man den Nukleolus ausgeschaltet und man bekommt ein Profil, mit dem man Transfer-RNS hat und ein neues RNS-Profil. So ein großes, heterogenes, schnell sedimentierendes Material. Wenn das 45S ist, dann ist das ja 50, 60, 70S. Das sind Moleküle, die haben 10.000 und mehr Nukleotide. Solche riesigen Moleküle sind das. Die sind jetzt hier entdeckt. Das ist so ein heterogenes Profil. Das sind also zwei Synthesen. Das ist ja diese Probe, die hier drin stecken. Das ist die HN-RNS. Hier hieß sie noch nicht HN-RNS. So ist sie dann später genannt worden. Und das ist eben die tRNS. Und das ist also die wichtige und entscheidende Entdeckung. Und das habe ich hier geschrieben. Zweiter Kommentar. In der Probe 3 sieht Perry eine RNS, die er so beschreibt. Die Synthese ist am Chromatin, das sieht man ja hier. Zweitens, heterogene hohe Molekulargewichte, ist klar. Und schnelle Markierung. Und sie ist labil, das werden Sie gleich sehen. Das ist die HN-RNS. Dass sie labil ist, sieht man an diesen Schicks. Wenn man diese RNS sich ansieht, auf dem Zuckergradienten, dann sieht man dieses Profil, Transfer-RNS,
Und wenn kleine, uncharakteristisches Material, was schneller sedimentiert, der Perry hat sich um die Messenger-RNS gar nicht gekümmert. Und vielleicht ist das Messenger-RNS, vielleicht auch nicht. Die Frage bleibt natürlich erstmal völlig offen. Und eine kleine Menge ist noch da. Hier die große Menge ist verschwunden. Diese Radioaktivität ist weg, nur ganz wenig ist da. Diese Radioaktivität ist weg und nur ganz wenig ist da. Wobei man sagen muss, diese Radioaktivität ist natürlich das Ganze und diese Radioaktivität ist auch das Ganze. Das ist also das Ergebnis. Wenn man jetzt das so ansieht, dann könnte man sagen, vielleicht ist diese RNS eben labil und dieses Material ist der Rest von dieser HN-RNS, der eben hier sedimentiert. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man sagt, hier stecken zwei RNS-Synthesen drin, einmal die HN-RNS und ein anderes Material, hier in kleinen Mengen, dieses Material geht hier unter. Und wenn die HN-RNS verschwindet, dann sehe ich dieses Material eben hier auftreten. Das kann man nicht sagen. Man kann nicht sagen, die HN-RNS ist der Vorläufer davon, sondern es kann sein, dass es zwei Synthesen gibt. Lässt sich also so nicht interpretieren. Ja, das ist die wunderbare Arbeit von dem Perry. Und der entscheidende Punkt ist einmal, dass man sagt, die ribosomale RNS wird im Nukleolus synthetisiert. Und der wichtige Punkt in unserem Fall ist, dass man sagt, im Kern gibt es eine neue RNS-Synthese, die man vorher nicht kannte. Und diese RNS-Synthese produziert diese HN-RNS mit den Eigenschaften Synthese am Chromatin, extranukleolär, heterogen, hohe Molekulargewichte, schnelle Markierung, labil. Und das ist natürlich eine ganz neue, sehr interessante RNS. Ob diese RNS eine Beziehung zur Messenger-RNS hat, wie gesagt, das hat der Perry gar nicht betrachtet. Ich habe jetzt geschrieben, die RNS aus der Nummer 3, diese HN-RNS, wird von vielen Gruppen analysiert und dann eben auch später HN-RNS genannt, auch ohne Verwendung von Actinomycin D. Wenn man weiß, dass es sie gibt, dann kann man sie auch ohne Actinomycin D sehen. Zwei solcher Arbeiten will ich Ihnen vorstellen. 1966 Attardi et al. Als erstes, Giant Size Rapidly Labeled Nuclear RNA and Cytoplasmic Messenger RNA in Immature Duck Erythrocytes. Also eine riesige, schnell markierte Kern-RNS und die zytoplasmatische Messenger-RNS in diesen unreifen Enten-Erythrozyten. Und dahinter steckt Folgendes, Sie sehen Giant Size Rapidly Labeled, das ist genau das, Giant Size Rapidly Labeled, Nuclear RNA. Und hier wird aber jetzt die Frage nach der Beziehung mit dem zytoplasmatischen Messenger explizit gestellt. Und sie wird, um es vorwegzunehmen, das will ich im Detail auch nicht erläutern, falsch beantwortet. Man sagt, das ist wahrscheinlich nicht der Vorläufer der Messenger-RNS. Das ist ja die falsche Antwort. Das System ist aber sehr, sehr interessant. Und das ist Folgendes. Sie haben Enten-Erythrozyten. In den Enten-Erythrozyten, da gibt es Enten-Erythrozyten, die noch den Kern haben. Und die Erythrozyten, nicht viele, aber einige, und diese kernhaltigen Zellen, die synthetisieren im Kern auch RNS. Und wenn man diese Zellen aber in der Zellkultur hält, dann ist es so, dass der Kern degeneriert und dabei geht die ribosomale RNS-Synthese, die nukleoläre RNS-Synthese, zuerst in die Knie und verschwindet, wird inaktiviert. Und die extranukleoläre Synthese, die läuft weiter. Und deswegen kann man unter diesen Bedingungen so eine Inaktivierung des Nukleolus sozusagen biologisch haben. Und diese extranukleoläre Synthese, die kann man dann wunderbar markieren, ohne dass man irgendeinen Hemmstoff hat. Und dann kann man sehen, dass das genau passiert. Giant Size Rapidly Labeled Nuclear RNA, die findet man dann in großen Mengen. Und das ist also das wunderbare Ergebnis und dann kann man natürlich da sehen, wie schnell diese RNS synthetisiert wird und dass sie auch einen sehr schnellen Turnover hat. Sie brauchen ja nur 10 Minuten zu markieren, dann haben Sie eine sehr schöne Synthese und dann brauchen Sie hinterher mal 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten Chase zu machen,
dann sehen Sie ja, wie schnell diese RNS abgebaut wird. Die wird blitzschnell abgebaut, die hat eine Halbwertszeit von unter, oder eine Halbwertszeit, die hat eine Lebensdauer von unter 10 Minuten. So schnell ist das alles. Das können Sie also hier wunderbar sehen. Die Beziehung zu der zytoplasmatischen Messenger-RNS, das will ich Ihnen hier nicht erläutern, die ist ja auch hier ganz falsch interpretiert worden. Aber das ist also ein wunderbares System, in dem man eben auf natürlicher, in einem natürlichen System die Synthese der HN-RNS wunderbar studieren kann. Und das ist also kein Artefakt, sondern das gibt es wirklich. Und als letztes habe ich Ihnen noch diese Arbeit von 1968 Soeiro et al. Dargestellt. Das ist wieder die Gruppe von dem Darnell. Die hatte ich Ihnen ja schon auf der vorigen Tafel dargestellt, die Arbeiten. Jetzt 1968, also die vorige Tafel war ja 1963, viel später, The Turnover of Nuclear DNA-like RNA in HeLa Cells. Der Turnover von Kern, von DNS-artiger RNS im Kern in HeLa-Zellen. Das wird hier also beschrieben. Diese Nuclear DNA-like RNA, das ist die HN-RNS. Und hier heißt sie eben noch Nuclear DNA-like RNA. Und ein typisches Experiment davon, das habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Man hat HeLa-Zellen genommen und für nur 10 Minuten, das ist das kürzeste, was man mit P32 gut machen kann, für nur 10 Minuten mit P32-Phosphat markiert und hat dann die Kerne isoliert in dem Experiment, nur die Kerne genommen und mit der SDS-Phenol-PA5,1-Methode Phenol extrahiert und die RNS auf den Zuckerkartellen gesetzt. Und das Profil, was man dann bekommt, ist das hier. Das ist jetzt das P32-Profil. Das ist die neu synthetisierte RNS aus dem Kern, nur aus dem Kern. Und Sie sehen, wenn Sie das Profil ansehen, die Sedimentationsrichtung ist das hier, dann sehen Sie so ein Profil, was hier die 45S-RNS hat, den Vorläufer für die ribosomale RNS, die 32S-Schulter davon, und das Ganze aufgesetzt auf ein solches großes heterogenes Profil. Das ist eben das Profil dieser HN-RNS, die hier isoliert worden war, weil man ja die nukleoläre Synthese stillgelegt hat. Und hier hat man also beide überlagert. Und das, die Überlagerung können Sie auch sehr gut sehen. Sie können jetzt Basenzusammensetzungen machen. B32-RNS können Sie ja leicht Basenzusammensetzungen machen. Sie nehmen die 45S, den Peak, und der hat 52% GC. Das Material hat 50% GC, das ist ja ribosomale RNS, Vorläufer dafür. Und dieses Material und dieses aus der HN-RNS, das hat 43% GC, also einen viel geringeren GC-Gehalt. Daran können Sie natürlich auch erkennen, dass hier zwei RNS-Spezies sozusagen drin sind, die ribosomale Vorläufer-RNS und diese HN-RNS. So können Sie die also wunderbar markieren und Sie können jetzt natürlich das Schicksal dieser Moleküle analysieren, indem Sie Chase-Experimente machen. Und Sie können ein weiteres machen, Sie können jetzt die Zellfraktionierung ausführlicher machen. Und das habe ich geschrieben. Solche Experimente, die hat man insgesamt gemacht, auch mit anderen Fraktionen, nicht nur mit dem Kern, sondern man hat genommen auch gereinigte Nukleoli, gereinigtes Nukleoplasma und gereinigtes Zytoplasma. Die Zellfraktionierung, die hatte insbesondere der Penman ausgearbeitet. Und wenn Sie das hier fraktionieren, dann würden Sie sagen, im Nukleolus finden Sie dieses Material und extranukleolär werden Sie natürlich das finden. Das hat man ja hier schon gesehen, das kann man also hier machen. Und wenn Sie nach dem Puls, den 10-Minuten-Puls, jetzt hier das Zytoplasma ansehen würden, dann würden Sie gar nichts finden. Das heißt also, Sie würden dann sehen, Sie finden das hier im Kern, diese zwei Komponenten und im Zytoplasma gar nichts. Und wenn Sie das jetzt machen, indem Sie jetzt an diesen 10-Minuten-Puls noch einen 30-Minuten-Chase anschließen und dann diese Fraktionierung machen, dann können Sie sich ja leicht ausdenken, was Sie finden. Das hier wäre aus dem Kern verschwunden, diese Vorläufer. Im Zytoplasma wäre die ribosomale RNS aufgetreten und die Frage ist, was ist aus der HN-RNS geworden? Im Kern ist sie verschwunden und im Zytoplasma finden Sie nur ganz kleine Mengen von RNS, die Sie als Messenger-RNS identifizieren können nach den Kriterien, die ich angedeutet habe oder die ich Ihnen dargestellt habe am Anfang. Das heißt also, auf diese Weise können Sie in diesen Experimenten jetzt die
RNS ist eine These. Systeme separieren den ribosomalen Vorläufer, die HN-RNS, und sie können sich auch überlegen, was wird aus diesen Molekülen. Für die ribosomale RNS ist es einfach. Und zwar ist es deswegen einfach, weil dieser ribosomale Vorläufer ja praktisch fast quantitativ in 28 und 18 S-RNS auftritt. Das haben Sie auf der ersten Tafel gesehen. Da ist das leicht zu sehen. Wenn Sie dieses Material in einem Chase verfolgen, dann stellen Sie vor allen Dingen fest, dass 90% der Radioaktivität einfach verschwindet. Es überlebt rein von der Masse her bestenfalls in dem System 10% der Radioaktivität. Das entspricht ja ungefähr diesem hier auch, wenn Sie von hier nach hier gehen. Und da ist natürlich das Problem, diese 10%, die Sie noch sehen, von denen können Sie eben nicht sagen, ist das ein Rest von dieser HN-RNS oder ist das ein anderes System, was hier dabei ist und was Sie sozusagen jetzt offensichtlich machen, was Sie freilegen, wenn Sie die HN-RNS ganz und gar zerstören. Sie können also nicht sagen, zerstöre ich die HN-RNS ganz und finde ein System dahinter, oder Sie können sagen, zerstöre ich die HN-RNS nur zu 90% und überleben 10%. Das können Sie nicht unterscheiden. Das ist das große Problem. Und dieses Problem kann man eben auch so nicht unbedingt lösen. Eine Idee, die man für die Messenger-Synthese haben könnte, wäre natürlich die, dass man sagt, die HN-RNS ist einfach eine Art Poly-Messenger-RNS. Sind, sagen wir mal, 10 Messenger-RNS-Moleküle hintereinander. Wenn die hier 10.000 Nukleotide lang sind, dann könnte ich sagen, dieses große Molekül wird zerlegt in 10 kleinere und das in 10 fertige Messenger. Und die würde ich sofort, nachdem sie fertig sind, aus dem Kern ins Zytoplasma transportieren. Das würde man aber ja natürlich sehr gut sehen können. Dann würden Sie ja hier nur anschließen müssen an 20 Minuten Chase, dann müssten Sie diese Radioaktivität als kleine Fragmente in Gänsefüßchen von 12S oder sowas im Zytoplasma finden. Das findet man nicht. So einfach ist es also nicht. Leider, wenn Sie so wollen. Das ist also das Problem. Man kann aber, wie Sie sehen, eben die Kern-RNS in HN-RNS und ribosomalen Vorläufer sehr gut zerlegen in diesen Pulsmarkierungen und kann auch die Schicksale einigermaßen verfolgen. Aber man kann eben nur sagen, die HN-RNS hat eine sehr kurze Lebensdauer, weniger als 10 Minuten, zum Beispiel ganz wunderbar hier bei den Enten-Erythrozyten. Und sie verschwindet zu mindestens 90% die Radioaktivität. Das sehen Sie ja auch hier. Aber ob sie die Vorläufer zur Messenger-RNS ist oder nicht, das kann man letztlich nicht mit Sicherheit sagen. Ist man in beiden Arbeiten zu dem Schluss gekommen, dass man gesagt hat, wahrscheinlich ist es nicht der Vorläufer der Messenger-RNS. Diese Schlussfolgerung war falsch und man hat später entdeckt, dass die HN-RNS wirklich der Vorläufer der Messenger-RNS ist. Und wie man das entdeckt hat, das werde ich Ihnen in den folgenden beiden Tafeln dann darstellen. Gut, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen also auf der vorigen Tafel erläutert, dass man aus Pulse-Chase-Experimenten zu dem Schluss gekommen ist, dass wahrscheinlich die HN-RNS keine Vorläufer-RNS ist für die Messenger-RNS. Diese Schlussfolgerung war falsch und die richtige Beziehung, dass nämlich die HN-RNS Vorläufer für die Messenger-RNS ist, die hat man entdeckt, auf diese Fährte ist man gekommen, als man entdeckt hat, dass beide Moleküle, die HN-RNS und die Messenger-RNS, eine einzigartige Besonderheit aufweisen, die es sonst in den RNS-Molekülen in der Zelle nicht gibt. Beide enthalten nämlich eine PolyA-Sequenz. Und das hat natürlich dazu geführt, dass vielleicht doch zu vermuten, dass doch eine Beziehung besteht. Man hat das dann genau untersucht und die Beziehung dann auch gefunden. Die Entdeckung dieser Poly-A-Sequenzen in HN-RNS und in Messenger-RNS, die will ich Ihnen auf dieser Tafel erläutern. Die Entdeckung ist ziemlich kompliziert. Das ist ja häufig so. Im Grunde ist es ja eine einfache Sache, aber die Geschichte dieser Entdeckung ist doch recht kompliziert. Und ich will Ihnen das Ergebnis, das Modell der HN-RNS dann
was entsteht, das ist ja wieder sehr einfach. Als erstes jetzt kurz zeigen, das ist hier unten dargestellt. Das sind zwei Modelle für HN-RNS. Nehmen wir einfach nur das unterste Modell, was dem wirklichen Modell oder der wirklichen Situation am nächsten kommt. Das Modell ist dann folgendes. Man hat der HN-RNS hat hier das 5-Strich-Ende und hier das 3-Strich-Ende. Und am 3-Strich-Ende der HN-RNS, da ist diese Poly-A-Sequenz, die man jetzt entdecken wird. Und diese Poly-A-Sequenz, die gibt es auch am 3-Strich-Ende der Messenger-RNS. Und Sie sehen, was daraus entsteht als Modell. Man sagt eben, die HN-RNS hat das 5-Strich-Ende und hier am 3-Strich-Ende das Poly-A. Und die Sequenz davor, das ist die Messenger-RNS. Und das, der Rest, da, was hier gelb gezeichnet ist, gelb und rot, das ist die Messenger-RNS mit dem Poly-A. Und der ganze vordere Teil, der wird vernichtet. Und der ist eben 90% oder 95% im Allgemeinen dieses Moleküls. Die Dimensionen sind hier nicht exakt gezeichnet. Das müsste hier am 5-Strich-Ende viel länger sein. Das wird vernichtet. Und deswegen überlebt bei der Umwandlung von HN-RNS in Messenger-RNS eben nur so ein kleiner Teil der Radioaktivität. Aber der kommt eben hier vom 3-Strich-Ende, wo beide Moleküle das Poly-A tragen. Das ist also das Modell, was sich ergibt. Im Grunde ist das ja sehr einfach nachzuweisen, wenn man jetzt das fertige Modell hat. Man wird sagen, ja, ich kann ja HN-RNS mit P32 markiert wunderbar machen. Sauber, was die Markierung anbetrifft. Da mögen kalte Moleküle dabei sein, das interessiert mich nicht. Dieses P32-Material ist saubere HN-RNS und ich kann auch Messenger-RNS genauso sauber mit P32 markiert machen. Dann brauche ich die beiden Moleküle ja nur mit entsprechenden Nukleasen zu verdauen, bei denen nur Poly-A überlebt, das ist kein Problem. Dann entdecke ich das Poly-A in beiden Molekülen. Dann habe ich den Schlüssel zu der Entdeckung gemacht. Und das hat man auch wirklich gemacht, aber das hat man eben erst gemacht nach furchtbaren Mühen. Und diese furchtbaren Mühen, die werde ich Ihnen jetzt auf dieser Tafel darstellen. Wenn Sie sagen, diese furchtbaren Mühen, die interessieren mich im Grunde nicht, dann können Sie sagen, dann brauchen Sie sich diese Tafel gar nicht anzuhören. Dann denken Sie an dieses Modell hier unten. Und mit dem Modell, was man dann macht, da kann man sich auch der, kann man dann anfangen, sich die nächste Tafel schon anzuhören. Aber es ist eben leider so, dass im Allgemeinen oder sehr oft ein Weg sehr mühselig ist, der in der Praxis, wenn man Glück gehabt hätte, sozusagen die richtigen Experimente rechtzeitig gemacht hätte, sehr einfach und kurz gewesen wäre. Und das ist ein Beispiel dafür, welcher mühselige Weg hinter dieser Entdeckung der Poly-A-Sequenzen in der Messenger-RNS und in der heterogenen Kern-RNS steckt. Und das will ich Ihnen hier an zwei, den Weg will ich Ihnen nachzeichnen in zwei Kapiteln, Kapitel Römisch 3 und Römisch 4. Das erste ist die Entdeckung von Poly-A-Sequenzen in zellulärer RNS. Da haben die Poly-A-Sequenzen noch gar nichts zu tun mit Messenger und HN-RNS. Man weiß, man merkt nur, dass da Poly-A drin ist. Und in dem nächsten Kapitel hier, 4, da kommt dann diese Beziehung zwischen Poly-A und HN bzw. mRNS. Das erste Kapitel also habe ich geschrieben, die Entdeckung von Poly-A-Sequenzen in zellulärer RNS. Die Geschichte sieht so aus, das habe ich geschrieben, man hat entdeckt, in Zellen, damit sind jetzt erstmal eukaryote Zellen gemeint, gibt es Enzyme, die Folgendes machen. Man nimmt ein Oligonukleotid, Oligo-OHH habe ich das abgekürzt, mit OH am 3-Strich-Ende, und gibt zum Beispiel jetzt ATP dazu. Und dann gibt es ein Enzym, was das 3-Strich-Ende verlängert, A anhängt. Und dann hat man am 3-Strich-Ende dieses Oligonukleotids eben eine Poly- oder Oligo- oder Poly-A-Sequenz angehängt. Das ist also Oligo A100, habe ich mal geschrieben. Das ist das Original Oligonukleotid um 100 A-Reste verlängert. Das wäre so eine typische Reaktion. Das Oligonukleotid ist also als Primer da drin. Und an den gleichen Primer kann ich auch Oligo U oder Oligo C und so weiter hängen, muss ich halt nur UTP bzw. CTP dazugeben. Das habe ich geschrieben. Analog für alle Homopolymere. Ich kann also nicht nur, es gibt Enzyme, die hängen A an, aber es gibt Enzyme, die hängen auch U an oder G an und so weiter. Das ist die Situation. Außerdem habe ich geschrieben, so kann man lange Homopolymere in vitro machen. Ich kann ja hier Oligo A als Primer nehmen, ATP dazugeben, das Enzym, da kann ich Oligo und Poly-As machen von großen Längen, Homopolymere.
Das kann man also in vitro machen. Diese Enzyme, die hat man aus Kalbstymus zum Beispiel, aus dem Kern, aus dem Kern von Kalbstymus zum Beispiel isoliert. Und da gibt es viele Gruppen, die sich mit diesen Enzymen, da gibt es eine ganze Reihe Enzymen, beschäftigt haben. Und jetzt habe ich geschrieben, die Frage ist also jetzt, gibt es in der Zelle homopolymere Sequenzen separat oder als Teilsequenzen einer längeren RNS? Das ist ja jetzt erstmal im Reagenzglas gemacht. Die Frage ist, gibt es eigentlich in der Zelle solche homopolymeren Sequenzen? Und wie gesagt, separat als Teilsequenz für sich oder als Teil einer größeren RNS. Und danach kann man leicht suchen im Grunde. Und was man gefunden hat, ist, dass es Poly-A-Sequenzen gibt. Nicht Poly-U, Poly-G oder Poly-C. Es gibt, was man gefunden hat in großen Mengen, ist nur Poly-A. Das hat man also gefunden. Nicht in großen Mengen, aber in gut entdeckbaren Mengen. Das habe ich geschrieben. In den Zellen gibt es Poly-A. Poly-A ist resistent gegen eine Kombination von RNase A, die spaltet nach U und C, und RNase T1 spaltet nach G. Wenn ich die beiden Enzyme also mische und auf eine RNS loslasse, in der in der Mitte, sagen wir mal, eine Poly-A-Sequenz ist, dann wird nach U, C und G gespalten. Der RNS wird also ganz zu Mononukleotiden umgewandelt, bis auf Poly-A. Das Poly-A wird ja nicht angegriffen. Und dann hätte ich, wenn hinter dem A ein C ist, hinter dem Poly-A ein C ist, dann würde das C hinten noch dranhängen und nach dem C würde die RNase A schneiden. Wenn hinter so einer A-Sequenz also noch ein C ist, dann kann man auch daran direkt sehen, dass diese A-Sequenz aus dem Inneren kommt und nicht vom Ende. Also so eine Poly-A-Sequenz ist leicht, weil man diese Enzyme gut kannte, leicht zu isolieren, leicht nachzuweisen. Wenn ich P32 RNS habe und damit verdaue, dann bekomme ich als Oligonukleotid nur diese Version von Poly-A, wie ich es Ihnen dargestellt habe. Ja, auf diese Weise hat man also Poly-A gefunden. Und ich will Ihnen jetzt zwei dieser Arbeiten darstellen, in denen man das Poly-A gefunden hat. Das erste ist 1966, Hachi Vassilio und Braverman. Polyadenylic acid in the cytoplasm of red liver. Also Poly-A im Zytoplasma der Rattenleber. Und was man gemacht hat, hier ist Folgendes. Man hat Mikrosom, ich will sagen, das ist alles jetzt ohne Radioaktivität gemacht. Das ist nur mit der optischen Dichte gemacht worden, mit der Masse. Die Rattenleber, davon hat man ja riesige Mengen von Material, sodass man das machen kann. Man hat also Mikrosomen gemacht, kalte Mikrosomen. Die Mikrosomen sind ja das 100.000 G-Pellet, kommen vom rauen ER und vom glatten ER. Das hatte ich Ihnen ja im vorigen Vortrag dargestellt. Und hat diese Mikrosomen mit Natriumdesoxycholat gelöst und hat die Membranen solubilisiert. Und die Ribosomen, die hat man bei 100.000 G abzentrifugiert. Und den Überstand, den hat man aufgearbeitet. Darin hat man jetzt diese Poly-A-RNS gefunden. Ich will Ihnen jetzt des Rätsels Lösung hier gleich sagen, damit man sich ungefähr zurechtfindet. Dieser 100.000 G-Überstand, der würde ja eigentlich gar keine RNS enthalten, wenn alles intakt bleiben würde. Aber es ist so, an den Mikrosomen, da sind ja die Polyribosomen. Und jetzt ist bei dieser Aufarbeitung, die man hier gemacht hat, natürlich, oder nicht natürlich, aber es ist so, dass das voller Ribonukleasen ist, das System. Und dadurch wird der Messenger, der da drin ist, schnell angegriffen in den Mikrosomen. Und wenn man dann die Ribosomen abzentrifugiert, dann wird der Messenger nicht mit abzentrifugiert, weil der Messenger eben fragmentiert ist. Die Fragmente, die bleiben im Überstand. Wenn die Fragmentierung nicht stattfinden würde, dann hätte man ja Polyribosomen, die würde man abzentrifugieren. Das wird aber fragmentiert, also bleiben die Messenger-RNS-Fragmente im Überstand. Und das sind die Nukleinsäuren, die man hier hat. Das hat der Braverman nicht gewusst. Hat er nicht realisiert. Und er hat also diesen Überstand jetzt analysiert und hat RNS darin gefunden. Und diese RNS, die hat er mit Phenol extrahiert bei pH 7,4. Und der Trick, das wusste er ganz genau, der Trick ist der, dass bei pH 7,4 Poly-A-Sequenzen und A-reiche Sequenzen in die Phenolphase gehen.
Das hatte er selbst früher gefunden und das hatte auch eine russische Arbeitsgruppe um den Georgiev schon gefunden. Und dann hat er also gesagt, ich Phenol extrahiere das bei pH 7,4 und bekomme dann Poly-A-Sequenzen, wenn sie da drin sind, in der Phenolphase. Und aus der Phenolphase kann man die dann isolieren, dadurch, dass man die Phenolphase mit Puffer versetzt, leicht alkalisch, Phenol, Puffer, pH 9. Dann geht die Poly-A-Sequenz in die wässrige Phase. Und dann kann man sie aus der wässrigen Phase fällen und dann hat man die Poly-A-RNS. Das ist also ein Trick, die Poly-A-haltigen Nukleinsäuren zu bekommen. Sie erst bei neutralem pH in die Phenolphase zu bringen und dann bei alkalischem pH rauszuholen in die wässrige Phase. Der Trick stammt von dem Bravermann und von der russischen Arbeitsgruppe, der wird hier verwendet. Poly-A-RNS ist dann im Puffer und laut Basenanalyse, der hat so viel Material gehabt, dass er also Basenanalyse mit der OD machen konnte, mehr als 50% A. Und das ist also eine Poly-A-reiche RNS. Und daraus kann man natürlich, wenn man diese nochmal mit RNase A behandelt, das ist diese Spaltung hier, dann kann man sozusagen reines in Gänsefüßchen Poly-A machen, fast 100% A, und das sedimentiert dann mit ungefähr 10 S auf seinen Zuckergradienten. Die Sedimentation für so ein Homopolymer, die ist natürlich schwer zu interpretieren, weil die Homopolymere eine eigenartige, besondere Sedimentationsgeschwindigkeit haben. Alles ohne Radioaktivität, das habe ich geschrieben. Das ist also jetzt eine Isolierung von Poly-A. Und Sie sehen jetzt, dieses Material, was Sie hier haben, was so sedimentiert und zu über 50% A enthält, das würden Sie jetzt nicht mit Messenger-RNS in Verbindung bringen. Denn die Messenger-RNS wird ja nicht 60% A oder sowas enthalten. Und die Messenger-RNS sedimentiert auch schneller als dieses Material. Und das heißt, Sie haben also hier keine Verbindung zu der Messenger-RNS. Und die hat der Bravermann auch nicht gesehen. Er hat eben gesagt, da gibt es Poly-A-haltige RNS in den Mikrosomen. Und was die machen würde und was das für eine Nukleinsäure wäre, das müsste man untersuchen. Aber auf diese Weise würde man diese Nukleinsäure eben isolieren können. Dass er hier Fragmente von Messenger-RNS hatte, das hat er nicht gesehen und hat das nicht sehen können, sozusagen. 3 Jahre später ist analog eine Arbeit erschienen, Edmonds und Caramela, The Isolation and Characterization of Adenosine Monophosphate-Rich Polynucleotides synthesized by Ehrlich-Ascites-Cells. Ehrlich-Ascites-Cells, das ist ein Mäuse-Ascites-Tumor. Den kann man also in der Bauchhöhle der Maus züchten oder auch in der Zellkultur. Und da hat man eben jetzt wieder AMP-Polynukleotide isoliert aus diesen Zellen. Das ist hier jetzt mit P32-Markierung gemacht worden. Und diese Arbeit ist deswegen wichtig und deswegen stelle ich sie hier vor, weil hier zum ersten Mal die Oligodendrit-Zellulose-Chromatographie zur Isolierung von Poly-A-haltiger RNS verwendet worden ist. Und das ist ja eine Methode, die dann später in allen Laboratorien tausendfach verwendet worden ist, 10.000-fach. Und die Oligodendrit-Zellulose, die ist nicht hier neu synthetisiert worden, aber die ist hier zum ersten Mal für diesen Zweck verwendet worden. Die Synthese ist schon einige Jahre älter, der Amerikaner Gillen, der hat die also zum ersten Mal hergestellt. Aber die Verwendung dafür, die wird hier eben zum ersten Mal gemacht. Und die Oligodendrit-Zellulose, da ist Oligodendrit gebunden und das hybridisiert mit dem Poly-A in der RNS. Und dann, wenn man also die RNS durchlaufen lässt, dann wird spezifisch die A-reiche RNS, die Poly-A-haltige RNS gebunden, die andere RNS läuft durch und dann kann man die gebundene RNS eluieren und dann hat man Poly-A-RNS. Und ist also eine Standardmethode dann geworden, die wird hier zum ersten Mal verwendet. Man hat hier jetzt die P32-Markierung gemacht, entweder in der Maus oder in der Zellkultur. Und dann hat man die ganzen Zellen mit Phenol extrahiert, pH 5,1, 65 Grad, auch 0,5% SDS, diese schöne Phenolextraktion von Scherrer und Danell. Und
Dann hat man das über Oligonucleotide-Zellulose gegeben und da habe ich geschrieben, ungefähr 1% der RNS binden an Oligonucleotide-Zellulose. Und wenn man diese RNS nimmt und dazu jetzt ribosomale RNS als Marker gibt, die ribosomale RNS ist ja entfernt, die läuft ja durch die Oligonucleotide-Zellulose-Säule durch, die bindet ja nicht, muss man also neu zugeben und das auf den Zuckergradienten setzt, dann ist hier folgende Kurve veröffentlicht, die Sedimentation ist wieder in diese Richtung. Das ist 28S und 18S, also die Marker-RNS in der optischen Dichte. Und die P32-RNS, die gibt diese rote Kurve. P32-RNS nach 2 Stunden Markierung. Und Sie sehen, das ist eine Messenger-Kurve. Das ist die Verteilung von Messenger-RNS. Das ist aber Edmonds und Caramela 1969 nicht aufgefallen. Das haben die jetzt nicht realisiert. Die waren also ganz nah dran, die hätten nur diese Fraktionen jetzt hier nehmen müssen und jede einzelne Fraktion in der In-vitro-Proteinsynthese einsetzen müssen. Das war 1969 ja kein Problem. Und dann hätten sie den großen Erfolg gehabt, dann hätten sie eine Reinigung von Messenger über Oligonucleotide-Zellulose gesehen. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben diese Richtung nicht verfolgt, sondern sie haben Zellfraktionierungen gemacht. Und bei den Zellfraktionierungen haben sie dann gefragt, wo, in welcher Fraktion finden wir eigentlich Poly-A-haltige RNS, die eben hier bindet. Und bei dieser Zellfraktionierung, da haben sie zum Beispiel die Zelle in Kern und Zytoplasma fraktioniert. Und dabei ist ihnen wieder ihre Messenger-RNS und auch ihre HN-RNS degradiert worden, extrem degradiert worden. Und dann haben sie die Degradationsprodukte über diese Oligonucleotide-Zellulose gesetzt, haben das eluiert und angesehen und dann haben sie natürlich keine Messenger-RNS-Moleküle, nur noch kleine Fragmente gefunden. Und da haben sie die Beziehung zur Messenger-RNS wieder oder zu größeren RNS-Molekülen völlig verloren. Also das ist also insofern sind das eben die technischen Schwierigkeiten, die extreme Verdauung durch Nukleasen, die diese Entdeckung der Poly-A-Existenz im Messenger-RNS und HN-RNS eben so schwierig macht. Diese Nukleinsäuren sind ja auch so sehr empfindlich gegen Nukleasen und wegen ihrer Konformation. Und wenn ich das Ganze in einem Ribosom habe, dann ist das Ribosom natürlich gegen RNAsen bis zum gewissen Grade durch seine Raumstruktur geschützt, aber die Messenger-RNS ist ja ausgedehnt und zugänglich und ist außerordentlich empfindlich gegen RNA. Also insofern hat man bei diesen Experimenten zwar Poly-A gefunden, aber man hat die Beziehung zur Messenger-RNS bzw. die Beziehung zur HN-RNS nicht entdeckt. Und diese Beziehung, die hat man dann aber in diesen Experimenten entdeckt, die ich Ihnen hier unten darstellen will, die sind dann später. Das habe ich geschrieben, das Kapitel 4, die Poly-A-Sequenzen sind in der HN-RNS und in der Messenger-RNS. Und die erste Arbeit, die in diese Richtung geht, das ist 1970 Lim und Kanellakis. Der Titel heißt Adenin-Rich Polymer Associated with Rabbit Reticulocyte Messenger RNA. Sie sehen, hier steht also ein A-reiches Polymer, das assoziiert ist mit der Messenger-RNA in den Kaninchen-Retikulozyten. Das ist Messenger-RNA für Globin, Alpha-Beta-Globin. Und hier steht also jetzt Associated with. Das ist also ein Polymer, was assoziiert ist mit Messenger-RNA. Das ist nicht Teil der Messenger-RNS, sondern es ist assoziiert zur Messenger-RNS. Man hat also immer noch nicht entdeckt hierbei, dass die A-Sequenzen in der Messenger-RNS-Sequenz sind. Das liegt natürlich daran hier oben, dass man davon ausging, dass es kleine A-reiche Segmente gibt, oder Sequenzen gibt, Moleküle gibt. Und diese Moleküle hat man jetzt hier als assoziiert zur Messenger-RNS betrachtet. Das ist aber ein sehr wichtiges Experiment und deswegen will ich Ihnen das hier in Stichworten darstellen. Aber aus dem Titel geht also schon hervor, dass es hier das A noch nicht in die Messenger-Sequenz selber eingegliedert wird, sozusagen. Man hat Kaninchen genommen und mit 40 Millicurie P32, 40 Millicurie wieder,
und Phenylhydrazin behandelt für 18 Stunden. Das Phenylhydrazin macht eine hämolytische Anämie. Und die Kaninchen produzieren dann enorme Mengen frischer Erythrozyten. Und da werden auch unreife Erythrozyten ausgeschleust aus dem Knochenmark. Und diese unreifen Erythrozyten, das sind die Retikulozyten, die sind labil, die kann man osmotisch schnell lysieren und kann dann sofort die Polyribosomen auf dem Zuckergradienten analysieren, sodass sie eben gar nicht degradieren. Und das hat man gemacht. Aus diesen Retikulozyten hat man die Polyribosomen isoliert. Das hatte ich Ihnen ja auch schon bei der Entdeckung der Polyribosomen vorgestellt. Und die Polyribosomen, die hat man jetzt genommen. Darin ist natürlich die gesamte RNS mit P32 markiert. Die kann man jetzt mit EDTA spalten in die Ribonukleoproteine. Und dann kann man die Ribonukleoproteine auf Zuckergradienten trennen und dann bekommt man auf dem Gradienten die 60S-Untereinheit des Ribosoms, die 40S-Untereinheit und man bekommt ein leichteres oder langsamer sedimentierendes 20S-Ribonukleoprotein, was die Messenger-RNS enthält. Diese drei Ribonukleoproteine kann man trennen und die arbeitet man jetzt einzeln auf und macht von jedem eine Phenolextraktion, nimmt sich die RNS und setzt die über ein Gel, damit man eine ordentliche Auflösung hat, über ein 2,5% Acrylamid-Gel und das Gel verwendet man präparativ. Man schneidet das Gel dann in Scheiben und zählt in jeder Scheibe die Radioaktivität. Was dabei rauskommt, ist Folgendes. Wenn man das 60S-Teilchen ansieht, welche RNS da drin ist, dann habe ich geschrieben, da findet man 28S-ribosomale RNS. Man nimmt das 60S-Teilchen, macht die Phenolextraktion, tut die RNS über das Gel und schneidet das Gel in Scheibchen und dann findet man 28S-P32-RNS als einzige P32 markierte RNS. Das ist ja kein Wunder, aber der Witz ist der, diese P32-RNS enthält kein Poly-A. Das ist eine etwas kompliziertere Analyse für auf Poly-A, nicht so einfach wie das hier oben. Die ist ja ganz, ganz eigenartig gemacht, aber man hätte es sich viel einfacher machen können, aber man hat es also gemacht und die ist ohne Poly-A. Das 40S-Ribonukleoprotein, die RNS, da ist natürlich drin 18S-RNS und die ist auch ohne Poly-A. Und in dem 20S-Ribonukleoprotein, da ist keine 28S-RNS drin, keine 18S, aber da ist eine 10S-RNS drin. Das ist die Messenger-RNS aus den Retikulozyten. 10S, das gibt es nur in dem GL3 und da ist auch nur die 10S-RNS drin und die enthält eben Poly-A. Wenn man das aufarbeitet, enthält man Poly-A. Man hätte jetzt sagen können, die Messenger-RNS enthält Poly-A. Das hat man aber nicht gesagt, weil man davon ausging, aufgrund dieser Daten, dass die Poly-A-haltigen Moleküle separate kleine Moleküle sind. Und man hat also deswegen gesagt, Adenin-Rich-Polymer associated with Messenger-RNA. Weil man von diesem Modell ausgegangen ist. Immerhin hat man also hier jetzt eine Assoziation zumindest jetzt zwischen Messenger-RNS und Poly-A-haltigen Sequenzen gefunden. Man hätte also hier gesagt, die Polyribosomen enthalten Ribosomen, Messenger-RNS und zusätzlich ein relativ kleines Molekül, was sehr Poly-A-reich ist. Eine neue zusätzliche RNS. Das wäre natürlich eine falsche Interpretation, aber es ist hier ja im Titel diese falsche Interpretation schon impliziert. Aber das ist die Interpretation. Nun, die wirkliche Entdeckung, dass Poly-A ein Teil der Messenger-RNS ist und dass auch die Poly-A auch ein Teil der HN-RNS ist, das ist diese Arbeit von 1971, die ich Ihnen jetzt hier aufgeschrieben habe, Edmonds, Vaughan und Nakasato, das ist hier die Mary Edmonds hier. Und in dieser Arbeit wird beschrieben, das steht hier im Titel, Polyadenylic Acid Sequences in the HN-RNA and Rapidly Labeled Polyribosomal RNA of HeLa Cells. Possible Evidence for a Precursor Relationship. Da wird das jetzt zum ersten Mal gesagt. Das heißt, diese Poly-A-Sequenzen sind Teil der HN-RNAs und Teil der schnell markierten, sprich Messenger-RNAs in HeLa-Zellen. Und es ist eine mögliche Beziehung zwischen den beiden Molekülen in dem Sinne, dass die HN-RNS der Vorläufer für die Messenger-RNS ist.
Das ist die wichtige Arbeit jetzt. In dem gleichen, das ist im PNAS veröffentlicht. Und in dem gleichen Heft sind zwei andere Arbeiten, in denen die beschrieben wird, dass die Messenger-RNS Poly-A-Sequenzen enthält. Die Poly-A-Sequenzen sind also Teil der Messenger-Sequenz. Nicht assoziiert, sondern Teil der Messenger-Sequenz. Das sind zwei Arbeiten in dem gleichen Heft von PNAS. Eine Arbeit ist, das ist von dem Ravermann und die andere Arbeit ist von der Gruppe von dem Darnell. In beiden wird aber jetzt nur die Messenger-RNS behandelt und nicht die HN-RNS. Deswegen habe ich in dieser Arbeit jetzt hier rausgezogen, weil hier eben beide Moleküle analysiert werden. Das Prinzip ist eigentlich jetzt einfach. Man hat hier HeLa-Zellen genommen und 30 Minuten mit P32 markiert, ohne Actinomycin D und danach die mechanische Lyse gemacht. Und dann hat man aus diesem System die Polyribosomen genommen. Und was erwarten Sie jetzt in den Polyribosomen nach 30 Minuten P32 in den HeLa-Zellen? Ja, da ist nur die Messenger-RNS radioaktiv markiert. Die Ribosomen brauchen ja so lange, um da anzukommen. Also man würde sagen, das ist das Messenger-RNS-Profil. Und das ist es natürlich auch. Das habe ich geschrieben, Polyribosom und daraus RNS mit Phenol und dann auf Sucrose-Gradienten. P32-Profil der Messenger-RNS. Und dann hat man von dem Profil einfach überall geguckt, ist in den verschiedenen Fraktionen, ist da Poly-A drin. Dann haben wir mit dieser Methode zerlegt und hinterher das Ganze auf ein Gel gesetzt und geguckt, ist das Poly-A und siehe da, in diesem Profil ist überall Poly-A. Und jetzt ist die Frage natürlich, ist das assoziiert oder ist das Teil? Dazu muss man das denaturieren, resedimentieren. Das hat man gemacht und dabei ist das eben zusammengeblieben. Und man kann natürlich, und das hat man auch gemacht, man kann bei der Denaturierung und Renaturierung auch kaltes Poly-A dazu tun, sodass man also das heiße Poly-A durch das kalte ersetzen würde und dann verdrängen würde. Das kann man auch nicht. Man kann es also nicht verdrängen, sondern das Poly-A ist wirklich Teil der Messenger-RNS. Ja, und die andere Seite ist natürlich, was die HN-RNS anbelangt, ist natürlich dann ganz analog. Man analysiert eben die Kerne, die HN-RNS gibt es ja nur im Kern, im Zytoplasma kann man sie nie entdecken. Man nimmt die Kerne daraus und macht daraus ein RNS mit Phenol, richtige Phenolextraktion, Scherer und Darnell, 5,2 SDS, 65 Grad und setzt die RNS auf einen Zuckergradienten und bekommt dann ein Profil, wie sieht das Profil aus, 30 Minuten Markierung, das ist 45S ribosomale Vorläufer-RNS und HN-RNS, diese Mischung. Und das ist also das P32-Profil aus der HN-RNS und der Prä-RRNS. Und das Poly-A-Profil folgt jetzt dem Profil der HN-RNS. Das kann man ja ganz analog wie hier machen und auch mit Denaturierung und Renaturierung. Und dann kann man wieder zeigen, dass das Poly-A nicht assoziiert ist, sondern wirklich Teil dieser RNS. Das ist also der Kern dieser Analysen. Sie sehen jetzt Edmonds, das ist die Mary Edmonds von hier. Hier hat man also noch, ist man noch zu dem Schluss gekommen, dass das Poly-A ganz kleine Segmente wären, weil man dieses hier eben nicht richtig analysiert hat, sondern diese Zellfraktionierung gemacht hat, bei der man die Moleküle so zerstört hat durch die RNAsen. Das hat man jetzt hier vermieden und jetzt hat man also das hier gefunden, die Tatsache, dass die Poly-A-Sequenzen wirklich Teil der Messenger oder beziehungsweise Teil der HN-RNS sind. Ja, und das Modell, was man dann machen würde für die Vorläufer, ist natürlich, dass man sagt, ja, wenn beide diese eigenartige oder besondere Poly-A-Sequenz enthalten, diese Besonderheit, die sie vor allen anderen Molekülen auszeichnet, dann ist es wahrscheinlich ja doch so, dass die HN-RNS die Vorläufer von Messenger-RNS ist. Und das allgemeinste Modell wäre also dann, dass man sagt, ich habe von der HN-RNS hier das 5-Ende und das 3-Ende und da drinnen, da habe ich irgendwo Poly-A und die Sequenz in der Nachbarschaft von Poly-A, hier habe ich es davor gezeichnet, das ist die Messenger-Sequenz. Und diesen Teil hier, den verwerfe ich und was ich dann übrig habe, ist mein Messenger mit der Messenger-Sequenz und dem Poly-A. Wo das Poly-A hier ist, ob es am
5-Ende der Messenger-RNA ist oder am 3-Ende oder in der Mitte, das wusste man nicht. Aber irgendwo so würde das aussehen. Und das andere Alternative, noch einfachere Modell wäre natürlich, dass man sagt, das Poly-A ist am 3-Ende der HN-RNS und das 3-Ende hier, das wird dann abgeschnitten. Dieser Teil von der HN-RNS, das wäre die Messenger-RNS mit dem Poly-A und das Ganze wäre die HN-RNS mit dem Poly-A. Das sind die Modelle. Wie gesagt, wo die Messenger-RNS hier lokalisiert ist und wo das Poly-A dann genau innerhalb dieser Messenger oder am Rande der Messenger-RNS lokalisiert ist, das konnte man nicht sagen. Aber das müsste man ja dann in Zukunft herausfinden, das wäre nicht das Hauptproblem. Der Kern ist, die HN-RNS ist also Vorläufer der Messenger-RNS. Und mit kinetischen Experimenten, mit Pulsmarkierungsexperimenten, kann man natürlich sagen, wenn das so ist, dann müsste es so sein, dass wenn ich jetzt P32-Markierungen mache und nach den Poly-A-Sequenzen suche, wo sind die Poly-A-Sequenzen, dann müsste ich sie zuerst in der HN-RNS finden. Da treten sie ja sehr schnell auf. Und dann nachher, nach einer gewissen Verzögerung, in der Messenger-RNS. Das kann man machen und das kann man auch wirklich so finden. Und dadurch kann man also auch mit solchen kinetischen Experimenten also eine Evidenz dafür finden, dass die HN-RNS wahrscheinlich doch Vorläufer für die Messenger-RNS ist. Ja, das ist also die Entdeckung der Poly-A-Sequenzen und die Entdeckung der Tatsache, dass die Poly-A-Sequenzen nicht in separaten Molekülen, zusätzlichen RNS-Molekülen vorhanden sind, sondern dass sie Teil einmal der HN-RNS sind und zum anderen der Messenger-RNS. Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Entdeckung. Und eine weitere sehr wichtige Entdeckung, eine weitere sehr wichtige charakteristische Eigenschaft der Messenger-RNS neben dieser Poly-A-Sequenz ist die Cap-Struktur am 5-Ende. Und wie man die Cap-Struktur am 5-Ende entdeckt hat, das will ich Ihnen auf der nächsten Tafel darstellen. Gut, meine Damen und Herren, dann habe ich Ihnen also in dem vorigen Kapitel dargestellt, dass die Messenger-RNS und die HN-RNS Poly-A-Segmente enthalten. Und zusammen mit der Oligo-DT-Zellulose-Chromatographie ist das natürlich eine wunderbare Methode, diese Moleküle zu reinigen. Die Messenger-RNS enthält noch eine andere 5- oder eine andere Modifikation am 5-Ende des Moleküls, die Cap-Struktur. Und die Entdeckung, die will ich Ihnen darstellen, die Entdeckung dieser Cap-Struktur. Diese Cap-Struktur gibt es nicht nur in der Messenger-RNS, sondern man hat sie später auch in der HN-RNS entdeckt und in noch anderen RNS-Molekülen, aber entdeckt ursprünglich hat man sie entdeckt in der Messenger-RNS. Und diese ursprüngliche Entdeckung will ich Ihnen eben hier vorstellen. Und das ist das Kapitel 5, die Entdeckung der Cap-Struktur am 5-Ende der Messenger-RNS. Das sind zwei Arbeiten. Das war völlig überraschend. Das sind zwei Arbeiten, die in dem gleichen Heft von PNRS veröffentlicht worden sind. 1975, die erste Arbeit, Wei und Moss, also die erste und die zweite ist jetzt willkürlich von mir, habe ich geschrieben, Wei und Moss, Methylated Nucleotides, Block 5' Terminus of Vaccinia Virus Messenger RNA. Und die andere Arbeit ist Furuichi et al., Reovirus mRNA contains a methylated blocked 5' terminal structure, die dann hier angegeben ist. Diese Struktur, die habe ich hier nochmal etwas anschaulicher dargestellt. Und anhand dieser anschaulichen Darstellung will ich das Ganze dann auch diskutieren. Sie sehen also, es geht um Virus-Messenger-RNS, Vaccinia-Messenger-RNS und Reovirus-Messenger-RNS. An diesen Messenger-RNS-Molekülen, da hat man entdeckt, dass diese 5-Cap-Struktur vorhanden ist. Diese Messenger-RNS-Moleküle sind nicht in infizierten Zellen gemacht worden, sondern in gereinigtem Viruspartikel. Da ist das entdeckt worden. Was das anbetrifft, habe ich diese Bemerkung hier hingeschrieben. Ich habe geschrieben, Viren, die sich im Zytoplasma vermehren, und DS-DNS, DS-RNS oder Minus-RNS als Genom enthalten, können in vitro im Viruspartikel mRNS synthetisieren. Das
ist ziemlich klar, dass das so sein wird. Nehmen wir DS-DNS als Beispiel. Das Vaccinia-Virus hätte also solche DS-DNS als Genom. Die Viren vermehren sich im Zytoplasma. Die DNS des Virus wird also in das Zytoplasma injiziert oder gelangt in das Zytoplasma. Und da gibt es aber kein System der Messenger an der Synthese. Das ist ja im Kern. Die Polymerase 2, die ist ja im Kern. Und deswegen kann im Zytoplasma kein Messenger gemacht werden von der Vaccinia-DNS. Und deswegen ist in dem Vaccinia-Virus ein entsprechendes Enzym vorhanden, was dann mit in das Zytoplasma gelangt und dort eben diese Messenger-RNA-Synthese an der DNS macht. Es ist nicht ganz zwingend. Man könnte sagen, vielleicht ist in dem Viruspartikel ein Protein, was die Polymerase 2 aus dem Kern ins Zytoplasma transportiert. Wäre nicht undenkbar. Das wird aber nicht gemacht. Es wird eben immer dieses Messenger-synthetisierende Enzym im Virus vorgehalten und mit in die Zelle gegeben. Und das gilt natürlich ganz analog, nicht nur für doppelsträngige DNS, sondern für doppelsträngige RNS und auch für Minus-RNS als Einzelstrang. Nur der Plus-Einzelstrang, der ist direkt Messenger und kann dann übersetzt werden. Also das Genom vom Tabakmosaik-Virus oder Polio als Beispiel. Die Viren haben das nicht. Aber die anderen, die haben eben in der, wenn sie sich im Zytoplasma vermehren wollen, eben ein solches Enzym im Virus vorgehalten. Und deswegen kann man die Viren dazu bringen, im Reagenzglas die Messenger-Synthese zu machen, indem man sie geeignet aufschließt und dann in den geeigneten Puffer bringt mit pH und Magnesium und dann ATP, GTP, UTP und CTP dazu tut. Und dann machen die Viren Messenger, die gereinigten Viren. Und diese Messenger, an denen hat man das Gap entdeckt und diese Experimente hat man einmal mit Vaccinia-Virus gemacht und das andere Mal mit Reovirus. Reovirus hat doppelsträngige RNS, vermehrt sich auch im Zytoplasma und enthält eben auch so ein Messenger-Synthese-System. Das ist diese Vorbemerkung. Das ist also gar nicht selten. Viele Viren können das machen. Und das die zweite Vorbemerkung habe ich geschrieben. Man möchte die bekannte Methylierung dieser Messenger-RNS am C2 der Ribose untersuchen. Methyldonor ist S-Adenosylmethionin, abgekürzt S-Adomet. Das bedeutet folgendes: Die Messenger, die gemacht wurde, da wusste man, die Messenger wird methyliert am C2 der Ribose. Und diese Methylierung, die wollte man untersuchen, und bei dieser Untersuchung hat man eben die Cap-Struktur entdeckt. Und die Cap-Struktur, die habe ich Ihnen hier in einer ganz rohen Version aufgezeichnet hier, und an der Version will ich Ihnen das Ganze dann eben erläutern. Nun, wie ist diese Entdeckung vor sich gegangen? Im Prinzip ist das völlig gleich, ob Sie jetzt die Vaccinia-Synthese nehmen oder die Reovirus-Synthese. Ich habe hier das für die Reovirus-Synthese mal formuliert. Ich habe geschrieben, Reovirus-Messenger-RNS in vitro synthetisieren erstmal ohne Methyldonor, ohne S-Adenosylmethionin, ohne Methylierung. Und als radioaktives Molekül war da drin in der Reaktion Beta-Gamma-P32-GTP. Abgekürzt kann man das PPPG schreiben. Das ist das normale GTP. Dieses PPP links von dem G soll bedeuten, dass diese Bindung hier von dem Phosphat an die Ribose am C5 ist. Wenn das Phosphat rechts stehen würde, dann würde das bedeuten, die Bindung ist zu C2 oder C3. Also die Verbindung ist zu C5 und der Ribose, und dann wäre das nichts weiter als normales GTP mit dem Beta-Gamma radioaktiv. Alpha-Beta-Gamma-Phosphat. Dieses Triphos, dieses radioaktive Molekül hat man reingegeben, weil man spezifisch das 5-Ende markieren wollte. Denn am 5-Ende, da wird ja Beta- und Gamma-Phosphat erhalten. Die werden ja sonst immer rausgeworfen bei der Synthese. Es verbleibt hier nur das Alpha-Phosphat. Also markiert man spezifisch das 5-Phosphat. Das wollte man. Das 5-Phosphat, was man erwartet hat und was man auch gefunden hat, das sieht so aus. P, 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 G, P, C, P und so weiter. Man wusste, der Anfang ist G, P, C, P. Das wusste man. Und dem Messenger bei Reovirus. Und das war also der erste Schritt, den man gemacht hat in dem Experiment. Und die erste kleine Überraschung, das will ich mal sagen, war das, was ich geschrieben habe.
da im Virus eine RNA-Triphosphatase vorhanden ist, sah das Ende zum Teil so aus, aber in großen Mengen auch war es hier um ein Phosphat verkürzt. Dieses Gamma-Phosphat, das war entfernt. Dann sieht das PPGPCP aus, das Ende. Das hat man also auch in großen Mengen gefunden. Es gibt also eine RNA-Triphosphatase. Die RNA-Triphosphatase erkennt also ein solches 5-Ende an der RNS und entfernt das Terminale, das Gamma-Phosphat. Weiter wird es nicht verkürzt. Und man würde auch nicht entfernen das Gamma-Phosphat von GTP. Das Enzym braucht also eine RNS. Es ist eine RNS-Triphosphatase. Das ist also die erste Entdeckung, die man gemacht hat, dieses verkürzte 5-Ende. Dann habe ich als nächstes geschrieben, die Phosphate am 5-Ende, diese Phosphate können mit Phosphatase entfernt werden. Das ist ja nicht unerwartet, das macht man üblicherweise und das ist nicht unerwartet und das findet man natürlich auch. Und die unerwartete Beobachtung, die man jetzt gemacht hat, die habe ich im Folgenden beschrieben. Durch Zusatz von S-Adenosylmethionin zur Reaktion werden diese Phosphate resistent gegen Phosphatase. Das ist der Ausgangspunkt der Entdeckung. Wenn man zu dieser Reaktion jetzt also den Methyldonor gegeben hat, dann wollte man ja jetzt die Methylierung machen. Das machte man ja auch. Und die Methylierung war die Methylierung am C2 der Ribose. Da hatte man also dann nicht OH, sondern O-Methyl. Und diese Methylierung, die hätte natürlich niemals dazu geführt, dass das Phosphat, dass diese Phosphate am 5-Ende resistent werden sollten gegen Phosphatase. Dafür gab es keinen Grund sozusagen. Und was das bedeutet jetzt, das will ich Ihnen dann an dieser Tafel zeigen. Ich habe hier noch geschrieben, bevor ich das erläutere, dass Beta-Phosphat, das radioaktive Beta-Phosphat, ja, Beta-Gamma-Phosphat, das Beta-Phosphat, das ist noch in diesem blockierten 5-Ende enthalten. Das soll jetzt Folgendes bedeuten. Diese Entdeckung der Blockierung, was bedeutet das, wenn man sich diese RNS-Synthese jetzt vorstellt? Wenn man die RNS-Synthese hat, ohne den Methyltransfer, ohne Methyldonor, dann müssen Sie sich das so vorstellen, dass man sagen kann, ich hätte dieses, die RNS, ich mache, hätte dieses 5-Ende jetzt. Das wäre also das Original 5-Ende schon mit der RNA-Triphosphatase um das eine Phosphat verkürzt. Das wäre das Alpha-Phosphat, das radioaktive Beta-Phosphat und dann hätten Sie hier die Fortsetzung. PPP und dann GPCP und so weiter. Die Methylierung müssen Sie sich natürlich wegdenken und Sie haben ja jetzt die Reaktion ohne Methyl. Das Phosphat ist natürlich Phosphatase empfindlich. Jetzt geben Sie Methyl in die Reaktion, dann bekommen Sie irgendeine Methylierung hier oben. Wo die ist, wissen Sie natürlich jetzt erstmal nicht. Aber diese Methylierung, die würde Ihnen ja dieses Phosphat nicht resistent machen. Jetzt finden Sie, dass diese Phosphate Phosphatase resistent werden und die Schlussfolgerung ist, dass Sie wahrscheinlich irgendetwas davor gesetzt haben. Denn dieses Phosphat, das ist noch vollständig, oder das ist ja original da drin, in dem Material nach der RNA-Triphosphatase, und das bleibt auch drin. Sie können also, wenn Sie die Methylgruppe dazugeben, ändert sich an dieser Radioaktivität nichts. Das bleibt 100% da drin. Also würde man sagen, wahrscheinlich habe ich hier links irgendetwas davor gesetzt. Außerdem kann ich natürlich hier auch noch Modifikationen gemacht haben. Und was ich davor gesetzt habe, das muss ich jetzt eben rausfinden. Das ist die Aufgabe. Und was dabei rauskommt, das ist das hier, was ich hier so eingekreist habe. Und wie man das macht, wie man das rausbekommt, das will ich also Ihnen andeuten. Und ich habe also gesagt, das habe ich schon gesagt, dieses Beta-Phosphat, das ist noch in dieser blockierten Struktur drin. Und dann habe ich geschrieben, die obige Cap-Struktur, diese Cap-Struktur ist diese ganze Gruppe hier, diese 5-Cap-Struktur, wird am 5-Ende der Messenger-RNS-Moleküle identifiziert.
Das will ich dazu, zu der Identifizierung, da will ich natürlich jetzt etwas sagen. Wie identifiziert man das jetzt? Man hat diese Blockade entdeckt, man weiß, dieses Beta-Phosphat ist da drin und dadurch ist dieses Ende natürlich ganz spezifisch radioaktiv markiert. Das ist natürlich ein großer Vorteil jetzt. Das ist ja eine wunderbare Voraussetzung, dass ich einen ganz spezifischen Label in dieser Gruppe habe, deren Struktur ich aufklären will. Und was wird man also jetzt machen? Nun, man wird die RNS, die man jetzt synthetisiert hat, mit dieser unbekannten Struktur, die wird man in kleine Fragmente zerlegen. Die Fragmente wird man auftrennen und das Fragment, was dieses Phosphat enthält, das wird man reinigen und von dem Fragment wird man die Struktur bestimmen. Die Reinigung ist natürlich jetzt das erste Problem. Und was macht man bei der Reinigung? Man zerlegt das ganze Messenger-Molekül in Fragmente. Die Standardmethode, die erste Methode ist eigentlich die Alkalihydrolyse. Und dann wird man natürlich auch enzymatische Methoden machen, aber die Alkalihydrolyse ist die naheliegendste. Und wenn man dieses Molekül mit Alkali zerlegt, was bekommt man? Das will ich Ihnen, weil es allgemein wichtig ist, kurz erläutern. Nehmen Sie erstmal das Molekül, was Sie bekommen in der Originalreaktion ohne Methylgruppe. Das wäre also jetzt dieses Transkript, verkürzt hier schon durch die RNA-Triphosphatase. Und diese Methylgruppen müssen Sie sich jetzt wegdenken. Wenn Sie das Molekül jetzt nehmen, hier radioaktiv markiert, und mit Alkali hydrolysieren, passiert Folgendes. Diese inneren Phosphate, die machen ein zyklisches Phosphat vom, das ist C1, C2, C3, C4, C5. Die machen ein zyklisches Phosphat zwischen C2 und C3. Und dadurch wird natürlich das Rückgrat hier gebrochen. Und Sie haben also dieses zyklische Phosphat in dem ersten Schritt und dann öffnet sich dieses zyklische Phosphat und das Phosphat geht entweder zum C2 oder zum C3. Und dann haben Sie ein Mononukleotid. Das ist, ich habe es hier grün gezeichnet, das Mononukleotid, was Sie bekommen werden, wäre die Base und dann die Ribose, das ist das C5 der Ribose, C1, C2, C3, C4, C5, Sauerstoff. Und dann haben Sie das Phosphat entweder am C3 oder am C2. Das ist das Mononukleotid, 2- oder 3- Mononukleotid. Das ist das Produkt, was Sie von innen bekommen. Und was Sie hier bekommen ist, dieses Methyl müssten Sie sich erstmal wegdenken, wäre diese Spaltung. Das wäre PP, das Molekül, und das Phosphat würde wieder hier oder hier sein. Das sind die beiden Spaltprodukte, die Sie bekommen, aus dieser verkürzten RNS ohne Methylierung. Und diese beiden Produkte, die trennt man jetzt auf, mit einer Standardmethode, die man praktisch immer macht. Und das ist die DRE-Zellulose-Chromatographie. Bei der DRE-Zellulose-Chromatographie ist es so, bei neutralem pH, diese Phosphate, die sind ja negativ geladen und dadurch binden diese Moleküle, diese Bruchstücke, die sie jetzt bekommen, an die DRE-Zellulose und dann eluieren sie das mit einem Salzgradienten, Kochsalzgradienten. Und je höher die Salzkonzentration ist, desto stärker lösen sie jetzt die gebundenen Moleküle ab. Zuerst lösen sie also die Moleküle ab, die nur eine negative Ladung haben. Dann kommt ein Peak mit 2 negativen Ladungen, 3 negative und so weiter. Je mehr negative Ladungen die Fragmente haben, desto fester haften sie auf der DRE-Zellulose. So kann man sie nacheinander in Peaks eluieren. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 14, minus 15. Kann man sehr schön trennen noch auf guten Soll. Und das ist die Standardmethode, die man eigentlich immer verwendet, um diese Fragmente, diese Bruchstücke auseinander zu dividieren. Und wenn man das hier macht, dann sehen Sie aus diesem Bruchstück, aus dem Mononukleotid, da haben Sie dieses Phosphat und dieses Phosphat hat 2 negative Ladungen. Diese Phosphate im Inneren, die haben eine negative Ladung. Aber hier hat das N-terminale Phosphat hat 2 negative Ladungen. Das heißt also, dieses Bruchstück würde bei minus 2 eluieren von der DRE-Säule. Und dieses Bruchstück von vorne hat also hier am Ende 2 negative Ladungen, die dritte negative Ladung und hier nochmal 2.
Also 2, 3, 5. Das würde bei minus 5 eluieren. Wie gesagt, Sie müssen sich ja wegdenken. Ich spreche jetzt über die Hydrolyse von diesem Molekül ohne die Methylgruppe, das Ausgangsmaterial vor dieser Modifikation. Hat also minus 2, minus 3, minus 5. Kommt bei minus 5. Also Material bei minus 2 und bei minus 5. Und das ist das, was Sie erwarten. Und das finden Sie natürlich auch. Und so können Sie das Material gut charakterisieren. Das Gleiche, genau die gleiche Sache machen Sie jetzt mit Ihrem, mit Ihrer unbekannt modifizierten Messenger-RNS. Die gleiche Hydrolyse, die gleiche DRE-Zellulose-Chromatographie. Und was Sie erwarten in diesem System, ist natürlich erstmal das, was Sie vorher schon erwarteten. Wenn Sie, oder sagen wir so, wenn Sie jetzt die Methylierung nur in dieser Version erwarten, das hat man ja getan, diese Blockierung hat man ja nicht erwartet. Wenn man nur das erwartet, dann kann man sagen, ich finde das Original und dieses Spaltprodukt und dieses Spaltprodukt von 5'-Ende, und wenn ich jetzt hier im Inneren noch eine Methylierung habe, dann bekomme ich natürlich hier keine Spaltung mehr. Die Hydroxylgruppe fehlt ja, ich kann kein zyklisches Phosphat machen. Dann bekomme ich also ein Dinukleotid und das hat eine Ladung plus zwei Ladungen, drei Ladungen. Das würde ich also zusätzlich erwarten, wenn ich hier solche inneren Methylierungen bekomme mit in meiner Methyldonor. Und das hat man ja erwartet. Und das hat man, also deswegen hat man diese Analyse gemacht. Und was man aber bei dieser Fragmentierung dann gefunden hat, ist unerwartet. Man hat nämlich gefunden, ein negativ geladenes Material, was bei minus 6 eluiert ist. Das hätte man nicht erwartet. Und dieses geladene Material, was bei minus 6 von der Säule gekommen ist, das trägt diese Ladung, dieses Phosphat, dieses P32, und da drin ist dieses Phosphat auch phosphataseresistent. Das heißt also, bei minus 6 bekommt man diese 5'-Modifikation von der DRE-Zellulose. Das kann man sofort erkennen. Die Alkalihydrolyse, und dann habe ich hier eben -6-Material, was phosphataseresistent ist und dieses Beta-Phosphat hat. Und damit habe ich also das Ausgangsmaterial isoliert, was dessen Struktur ich analysieren muss. Alkalihydrolyse, DRE-Zellulose, den Peak -6. Das ist der richtige Peak. Und dieses Material, dessen Struktur muss man also aufklären. Und was dabei rausgekommen ist, das habe ich Ihnen hier schon gezeichnet. Diese Modifikation ist das, was hier in diesem Kasten oder so hier herausgehoben ist. Das ist die Modifikation, die da vorgesetzt wird. Das muss man eben jetzt aufklären. Aber das Ausgangsmaterial ist eben dieses -6-Material, in dem dieses Phosphat drin ist und in dem dieses Phosphat phosphataseresistent ist. Man kann diese Markierung auch machen mit radioaktivem Methyl aus dem S-Adenosylmethionin, und dann zeigt sich, dass dieses -6-Material auch sehr gut zu markieren ist mit radioaktivem Methyl. Das ist natürlich sehr schön. Und dann bekommt man das also entweder mit radioaktivem Phosphat oder radioaktivem Methyl oder sogar mit beiden markiert für die Strukturanalyse. Nun muss man sich sagen, wie kann man jetzt herausfinden, was hier vorne passiert ist. Das Erste ist natürlich, dass man sagen wird, ich kann mir überlegen, was könnte hier davor gesetzt sein. Und da kann man sagen, gut, vielleicht ist da eine Aminosäure davor gesetzt. Das kann ich ja in vitro leicht probieren. Ich kann meine Viren mit C14-Aminosäure-Mix inkubieren und sehen, ob radioaktive Aminosäure eingebaut wird in die Messenger-RNS. Das wird sie nicht eingebaut, also ist es keine Aminosäure. Ich kann sagen, vielleicht ist es eine Fettsäure, dann kann ich auch radioaktive Fettsäure nehmen. Das kann ich also machen und kann mir also ein Bild machen, kann ich da vielleicht eine radioaktive Markierung bekommen. Und wenn man das macht, wird man natürlich auch radioaktives ATP, GTP, UTP oder CTP einsetzen, markiert zum Beispiel in der Base. Und wenn man GTP einsetzt, dann würde man also sagen, dann kann ich dieses -6-Material mit GTP in der Base markiert, radioaktiv markieren.
Das ist also ein Weg, auf dem man jetzt vorgehen kann, um diese Struktur aufzuklären. Das hat man auch gemacht. Und der andere Weg ist natürlich der, dass man dieses -6-Material nimmt und versucht, ihn zu zerlegen, chemisch oder enzymatisch, in Bruchstücke, die man dann ihrerseits in der Struktur analysiert, indem man sie mit Markermolekülen vergleicht. Wenn Sie dieses -6-Material haben, dann wissen Sie ja, da ist dieses Phosphat drin. Und deswegen würden Sie sagen, naja, diese Struktur, die ich hier so gelb gemacht habe, die wird vielleicht weitgehend erhalten sein. Und vielleicht ist wirklich nur was davor gesetzt, denn immerhin, ich habe ja dieses Phosphat. Dann werden Sie sagen, ich werde mir diese Struktur aufzeichnen und sagen, ich werde Enzyme nehmen, die diese Bindung, solche Bindungen spalten. Und diese Enzyme, da werde ich mir eine Reihe von ausgucken und die werde ich auf dieses -6-Material loslassen, in der Hoffnung, dass ich das -6-Material zerlegen kann und einen Baustein davon bekomme. Und das ist ein anderer wichtiger Weg gewesen, dass man mit solchen Enzymen Bausteine bekommen hat. Und auf diesen Wegen, durch diese Markierung und durch die Zerlegung in kleinere Bausteine, die man dann verglichen hat mit Markermolekülen, da hat man diese Struktur aufklären können. Und das ist die Hauptarbeit in diesen beiden Arbeiten. Dass man also dieses -6-Material auf diese Weise analysiert hat und dabei diese Struktur ermittelt hat. Sie sehen, das ist also eine Menge Biochemie und Überlegung, die man eben anstellen muss, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Das Ergebnis, was man bekommen hat, ist dann im Grunde sehr einfach gewesen. Denn wenn Sie sich das ansehen, dann hat sich das als Folgendes erwiesen. Was hier steht, ist im Grunde, das ist G als Base, dann ist das die Ribose und dann ist das hier am C5-Phosphat. Das ist also, kommt aus GTP. Und das GTP, das wird im G methyliert, und zwar an der 7-Position von dem G. Deswegen ist es N7G. Und das ist also GTP methyliert an der Position 7. Und dieses GTP, das wird hier von einer Transferase vor dieses 5-Ende transportiert und dann ist das Alpha-Phosphat von dem GTP und die Beta- und Gamma-Phosphate, die werden dann abgespalten als Pyrophosphat und es wird diese Bindung gemacht. Das ist alles. So einfach ist dann am Ende diese CAP-Struktur und CAP-Synthese. Und aber um dahin zu kommen, muss man eben diese wirklich mühseligen Analysen alle machen. Aber das Endergebnis ist also im Grunde einfach. Deswegen habe ich das geschrieben. Was hier eingekreist ist, ist PM7G. PG ist also das Phosphat am C5 und M7 heißt an der 7 Position von dem G, da ist die Methylierung. Das ist also eine Methylierung an der Base und das sind Methylierungen hier an der Ribose. Diese Methylierung kannte man und diese Methylierung hat man hier neu beschrieben. In diesem Zusammenhang neu beschrieben. Man wusste, dass an der RNS diese Methylierungen sind, aber man wusste nicht, dass an der RNS auch solche Methylierungen sind. Und das ist die Situation. Das Fünfstrichende, diese Modifikation ist ganz einfach. Das habe ich geschrieben. Die obige CAP-Struktur wird am Fünfstrichende der Messenger-RNS-Moleküle identifiziert. Auf dieses Fünfstrichende, P, P, G, P, C, P, das ist das hier, auf dieses Fünfstrichende, wird PM7G übertragen, das ist das hier, und zwar aus dem Triphosphat, PPPM7G. Das ist das nichts weiter als GTP modifiziert durch Methylierung an der Position 7. So einfach ist das. Und das ist also das Ergebnis dieser mühseligen Arbeit. Die Struktur, die man hier hat, die führt natürlich sozusagen direkt zu dem Modell über die Enzyme, die daran beteiligt sind. Ich habe jetzt noch geschrieben, da diese Transferase, die diesen Transfer macht, mit dieser Pyrophosphatabspaltung, PPPG, also das normale GTP, das nicht methylierte GTP, nicht verwendet, gibt es ohne S-Adenosylmethionin keine CAP-Synthese in diesen Viren. Das heißt, dieses Enzym, was diesen Transfer macht, erkennt nur das methylierte G. G
GTP erkennt es nicht. Deswegen hat man eben die CAP-Synthese nur, wenn man Methylierung hat, sprich nur in Gegenwart von S-Adenosylmethionin. Das ist eine Spezialität bei diesen Viren. Die zelluläre CAP-Synthese verwendet GTP, PPPG und methyliert das G im CAP. Das überträgt erst das G und macht dann diese Methyltransferase. Das sind dann spätere Ergebnisse natürlich, die ich jetzt hier nur der Vollständigkeit halber mit eingefügt habe. Ja, so sehen Sie also, können Sie, wenn Sie mit RNS umgehen und mit der Markierung umgehen können und lange arbeiten und die Spaltprodukte analysieren, diese Struktur aufklären und Sie sehen, die CAP-Synthese ist also im Grunde einfach. Als erstes haben Sie eine RNA-Triphosphatase, die Ihnen hier das 5-Ende um das terminale Phosphat verkürzt. Dann haben Sie eine Methyltransferase, die Ihnen GTP im G methyliert und dann haben Sie eine weitere Transferase, eine Guanylyltransferase, die Ihnen dieses GTP hier vorne ansetzt und dann diese Bindung knüpft unter Abspaltung von dem Pyrophosphat. Also das ist ganz einfach letztendlich, das ist das Synthesesystem der CAP-Struktur. Diese ganzen Details hat man natürlich erst später herausgefunden. Hier hat man erstmal nur diese Struktur gefunden. Und man hat hier auch gesehen, dass bei diesen Viren hier an dieser Stelle eine Methylgruppe ist in der Messenger-RNS, immer. Und diese Methylgruppe, es gibt andere Modifikationen in anderen Enzymsystemen, in denen hier keine Methylgruppe ist. Wenn hier keine ist, dann nennt man das Typ 0 CAP. Wenn hier eine Methylgruppe ist, nennt man das Typ 1 CAP. Und wenn hier und hier eine Methylgruppe ist, dann nennt man das Typ 2 CAP. Also insofern hat man im Laufe der Zeit also Typ 0, Typ 1 und Typ 2 CAPs unterschieden. Diese Viren machen also einen Typ 1 CAP. Ja, das ist also die Entdeckung und Analyse dieser CAP-Struktur. Was bedeutet das jetzt für die Grundfrage dieses Vortrages, für die Messenger-RNS-Synthese? Das habe ich hier geschrieben. Modell für die Reaktion HN-RNS zu Messenger-RNS, so aus dem Jahre jetzt 1975 konstruiert. Man würde sagen, das bedeutet Folgendes. Ich habe die HN-RNS, 5-Ende wahrscheinlich so ein Triphosphat. Und dann habe ich jetzt hier das Poly-A in der HN-RNS ans 3-Ende gezeichnet. Darauf komme ich zurück. Das hat man festgestellt, das ist am 3-Ende. Und dann würde man sagen, dann ist die Messenger-RNS-Sequenz die Sequenz davor. Habe ich hier so rot gezeichnet. Und was passiert dann jetzt? Dann würde man sagen, gut, ich habe jetzt eine Nuklease, die spaltet hier. Und dieser Teil, der große Teil, der wird sofort abgebaut. Und das Ganze geht sowieso ja sehr schnell. In 10 Minuten ist das Ganze ja vollendet. Der wird also sehr schnell gespalten, sehr schnell abgebaut. Und das hier, das ist also die Messenger-RNS mit dem Poly-A. Und die habe ich dann hier gezeichnet. Das wäre also nach der Nuklease, hat man Messenger-RNS mit dem Poly-A. Und ich habe die Nuklease mal so gezeichnet, dass sie das Phosphat zum 5-Ende schlägt. Das heißt, wenn Sie also hier spalten würden, dann würde man sagen, dieses Phosphat, das wird hier zum 5-Ende geschlagen, nicht zum 3- oder 2-Ende, dann hätten Sie hier ein Phosphat. Das 5-Phosphat, das 5-Ende würde dann so aussehen, dass Sie so ein Phosphat haben und dann fängt das an. Hier haben Sie ja die beiden, das ist die Phosphat, aber hier hätten Sie dann ein Phosphat und das würde dann eben gekappt werden. Das ist dieses Phosphat und dann hätte man dieses zelluläre Capping, das würde in den Cap anhängen und dann hätten Sie den Messenger. 5-N in den Cap und 3-Poly-A. Dass dieses Poly-A am 3-Ende ist, hier bei der HN-RNS und bei der Messenger-RNS, das kann man leicht sehen, das habe ich Ihnen nicht dargestellt, das hat man in der Zwischenzeit gemacht, das will ich hier erwähnen. Sie können ja dieses Molekül und die Messenger-RNS-Molekül sehr einfach mit sehr heiß mit P32 durchmarkieren. Und dann können Sie das nehmen und mit dieser Mischung von Pankreas-Ribonuklease und T1-Ribonuklease spalten. Dann spalten Sie alles an allen Stellen, nur nicht nach A. Und wenn Sie das machen und die Poly-A-Sequenz käme aus dem Inneren einer RNS, dann würden Sie das hier bekommen, was ich aufgeschrieben habe. Davor muss ja irgendwie eine andere Base sein, dann spalten Sie und dann haben Sie A. Das ist resistent. Die einzige Bindung, die resistent ist. Und dann aus dem Inneren haben Sie dann irgendeine andere Base
Und danach spalten sie. Nach dem A spalten sie ja nicht. Sie haben eine andere Basis und dann spalten sie. Aus dem Inneren bekommen sie also immer so eine Poly-A-Sequenz. Und wenn Sie das hydrolysieren, wenn das durchmarkiert ist mit P32 und ansehen, der Basenanalyse, dann sehen Sie, da ist NP drin, eine andere Base als Mononukleotid. Und Sie haben also sehr viel AP und ein Molekül NP. Das haben Sie immer aus dem Inneren. Und wenn man das also macht, muss man sagen, aus dem Inneren haben Sie immer so ein NP, ein Molekül dabei in der Basenanalyse. Wenn das vom Dreistrichende kommt, dann endet das ja hier mit AOH und dann haben Sie also keine andere Base, haben Sie nur radioaktives A. Daran kann man also leicht sehen, bekomme ich jetzt eine solche zusätzliche Base oder habe ich nur A. Und Sie sehen hier, wenn Sie das machen, Sie haben keine zusätzliche Base, Sie haben nur AMP da drin, in dem Alkalihydrolysat. Und das zeigt Ihnen, dass Sie dass dieses A vom Dreistrichende kommt. Und das hat man also gemacht und dadurch hat man sagen können, sowohl für die HN-RNS als für die Messenger-RNS, und dadurch kann man sagen, in beiden Fällen ist das A am Dreistrichende. Ja, deswegen habe ich es so gezeichnet. Ja, das ist die mühselige Geschichte, wenn man es genauer ansieht, der Entdeckung der CAP. Struktur und der CAP-Synthese. Und Sie sehen, das impliziert also für dieses Synthese, für das Modell der Synthese der Messenger-RNS so ein Schema. Und dieses Schema ist natürlich in vielen, vielen Dingen noch grundlegend unrichtig, weit entfernt von der Wirklichkeit. Und im Großen, dass die HN-RNS Vorläufer der Messenger-RNS ist und dass die Messenger einen 5' in den CAP, er hat dann 3' in Poly-A und so, ist das alles richtig. Aber im Detail ist er im großen Teil eben doch sehr fehlerhaft. Und dass das so ist, das hat man ja gemerkt dann im Jahr 1977, veröffentlicht im Jahr 1977, bei der Analyse der Messenger-RNS-Synthese von Adenoviren. Und diese Arbeiten, die will ich Ihnen in dem nächsten Vortrag im Detail vorstellen. Das sind ja über 20 Jahre Adenovirologie, die am Ende zu diesen wunderbaren Arbeiten über die Genexpression und die Messenger-Synthese geführt haben. Und das will ich Ihnen also ausführlich darstellen. Dadurch ist dieses Modell ja dann grundlegend vervollständigt, modifiziert worden. Dadurch hat man das erst richtig erklären können. Das will ich Ihnen also im nächsten Vortrag darstellen. Ich habe allerdings jetzt, oder ich kann so sagen, damit bin ich also in diesem Vortrag am Ende angelangt, hier im Jahr 1975-76. Ich habe aber jetzt noch ein weiteres Kapitel angeschlossen in diesem Vortrag, das Kapitel 6. Das muss man sich nicht anhören, aber ich habe in dem Kapitel 6 die Adenogeschichten, die endgültige Version, die Ableitung der endgültigen Version in einer Kurzversion dargestellt, sodass man eine vollständige Darstellung hat der Messenger-Synthese bis zum richtigen Ende. Und wenn man also den nächsten Vortrag sich nicht anhören will, dann kann man sich dieses Kapitel 6, diese Kurzversion des nächsten Vortrags, wenn Sie so wollen, anhören und dann hätte man also das vollständige System in diesem einen Vortrag. Das muss man sich überlegen, aber deswegen habe ich also diese Kurzversion angeschlossen, sodass die vollständige Geschichte zusammenhängend erzählt wird. Ja, damit bin ich also dann wirklich am Ende dieses Vortrages angelangt. Gut, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen also dargestellt, dass man zu dem Schluss gekommen ist, dass die HN-RNS Vorläufer für die mRNS ist, für die Messenger-RNS ist. Und dass man dieses Modell gemacht hat, das Modell aber hatte noch viele Mängel. Und das richtige Modell hat man noch relativ schnell dann gefunden, durch das, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Das ist der Punkt 6, die Entdeckung der Exon-Intron-Struktur der Eukaryonten-Gene bei der Analyse der Genexpression der Adenoviren. Wenn man das entdeckt hat, da hat man das richtige Modell, im Prinzip richtige Modell der Struktur der HN-RNS und der Bildung der mRNS aus der HN-RNS vor sich gesehen. Dahinter steckt also jetzt die Genexpression der Adenoviren und die Adenoviren sind 1900
1953 und 1954 von zwei amerikanischen Gruppen unabhängig voneinander entdeckt worden und bis 1977, das sind also fast 25 Jahre, und man hat also fast 25 Jahre Adenovirologie betrieben, bis man diese schönen Experimente gemacht hat. Das will ich Ihnen in dem nächsten Vortrag im Detail darstellen. Und in diesem Vortrag will ich Ihnen eigentlich nur das Ergebnis darstellen, diese Entdeckung der Exon-Intron-Struktur, und das anhand eines Experiments, das diese Struktur ganz besonders schön und anschaulich zeigt. Und dieses Typ von Experiment besteht darin, dass man Nukleinsäurehybridisierungen macht und die Struktur der Hybride im Elektronenmikroskop ansieht. Da kann man die Exon-Intron-Struktur eben so wunderbar sichtbar machen. Und solche Experimente haben zwei Arbeitsgruppen gemacht. Und die Analysen sind 1977 publiziert in diesen beiden Arbeiten. Die obere habe ich geschrieben, Schau et al., an amazing sequence arrangement at the 5' ends of adenovirus 2 messenger RNA. Und die parallel dazu, Berget et al., spliced segments at the 5' terminus of adenovirus 2 late messenger RNA. Die obere ist in Cell publiziert und die andere in PNAS. Und die letzten Autoren, die Gruppenleiter, der Richard Roberts und der Philipp Sharp, die haben dafür im Jahre 1993, glaube ich, den Nobelpreis bekommen. Ja, 1993. Und das sind also solche elektronenmikroskopischen Analysen von Hybriden. Und in beiden Fällen geht es also um Adenovirus 2, Messenger-RNS, und es ist beide Mal später Messenger, das heißt also zum Beispiel Messenger für das Hexonprotein des Virus. Und eine dieser Analysen, die will ich Ihnen hier schematisch darstellen. Ich habe das geschrieben, Hybridisierung einsträngiger Nukleinsäuren und Analysen im EM. Man hat auch doppelsträngige Nukleinsäuren mit einsträngiger Messenger-RNS hybridisiert. Das sind diese R-Loop-Analysen, über die will ich nichts reden. Das ist hier nichts sagen. Das ist also eine ganz einfache Standard-Hybridisierung sozusagen. Zwar Einzelstränge hybridisiert und das Material im EM angesehen. Welche Hybridisierung hat man gemacht? Rot gezeichnet ist hier eine Messenger-RNS von dem Adenovirus, das 5-Ende und hier das 3-Ende. Und blau gezeichnet ist Folgendes. Man kann sich nehmen das Genom vom Adenovirus. Das ist doppelsträngige lineare DNS, ungefähr 35.000 Basenpaare. Kann man denaturieren und sich den Einzelstrang nehmen, der komplementär ist zu den Messenger-Sequenzen. Und das hat man im Prinzip hier gemacht. Man hat hier nicht den ganzen vollständigen Einzelstrang genommen, etwas kürzer, aber nicht sehr viel kürzer. Und diese DNS, die ist hier blau gezeichnet. Und das hat man hybridisiert. Und was man dabei erwartet, ist natürlich Folgendes. Man wird sagen, an einem Teil, am Ende, der wird einzelstreng sein. Und dann wird der Teil der DNS sein, der mit der Messenger hybridisiert. Das ist ein DNS-RNS-Hybrid. Und dann habe ich wieder Einzelstrang. Und das kann man ja im Elektronenmikroskop leicht sehen. Und solche Experimente hat man auch gemacht. Der ursprüngliche Sinn ist natürlich der, dass man sagen kann, ich kann durch solche Experimente die Messenger-RNS an ein bestimmtes Segment des Genoms lokalisieren. Ist sie am Ende, ist sie in der Mitte und so weiter. Hier hat man also jetzt eine solche Analyse gemacht. Und was hat man dabei festgestellt? Ein ganz anderes Ergebnis, als was man erwartet hatte. Man hat nämlich gesehen, das, was ich hier jetzt schematisch gezeichnet habe, an dem einen Ende hat man Einzelstrang gesehen. Das war erwartet und am anderen Ende hat man auch Einzelstrang gesehen. Das war auch erwartet. Aber in der Mitte hat man nicht den Doppelstrang gesehen, sondern man hat den Doppelstrang gesehen und aus dem Doppelstrang sind hier so Schleifen rausgekommen. Einsträngige Nukleinsäureschleifen. Ich habe das mal hier mit so zwei Schleifen gezeichnet. Das ist jetzt keine exakte Zeichnung für die Adenosituation, sondern eine Zeichnung für das Prinzip. Also hier sind so zwei Schleifen, einzelsträngige Schleifen rausgekommen. Und die Interpretation, die man dafür macht, ist natürlich jetzt die, das war natürlich völlig unerwartet und sensationell, die Interpretation ist natürlich die, dass man sagt, dieser DNS-Sequenz hier, die findet ihr Komplement in der Messenger-RNS und dann kommt eine DNS-Sequenz, deren Komplement ist nicht in der Messenger-RNS. Dann hat man wieder eine Sequenz, deren Komplement ist in der Messenger-RNS.
diese große Schleife, deren Komplement nicht in der Messenger-RNS ist, und eine Sequenz, deren Komplement wieder in der Messenger-RNS ist. Das hätte natürlich niemand gedacht. Sie sehen, das Prinzip ist, dass man sagt, in der Messenger sind diese roten Sequenzen direkt miteinander verbunden und auf der Ebene der DNS sind sie das nicht. Diese Sequenz E1, E2 und E3, zwischen E1 und E2 ist diese I1-Sequenz und zwischen E2 und E3 ist diese I2-Sequenz. Man hat also, kann also sagen, hier vorne hat man das Exon 1, dann hat man das Intron, das Exon 2, wieder ein Intron, das Intron 2 und das Exon 3. Das ist die erstaunliche und unerwartete Entdeckung. Die Sequenzen, die auf der Messenger-RNS eben direkt benachbart sind, die sind in dem Genom nicht direkt benachbart, sondern dazwischen gibt es eben diese Intron-Sequenzen, deren komplementäre Sequenzen in der Messenger-RNS nicht auftreten. Das ist die sensationelle Entdeckung. Außerdem kann man sehen, hier hat man also am Dreistrichende noch einen kleinen einzelsträngigen Schwanz. Und das ist das Poly-A, das hybridisiert nicht an die Genom-DNS hier. Und das wird also nicht kodiert im Genom, sondern es wird durch eine Poly-A-Polymerase addiert. Das ist also das Ergebnis. Und wenn man das sieht, dann kann man sagen, dann fällt es einem natürlich wie Schuppen von den Augen. Man sieht direkt jetzt, was die HN-RNS ist. Die HN-RNS, die ja viel größer ist als die Messenger-RNS, ist nichts weiter als das vollständige Transkript dieser blau gezeichneten Sequenzen. Das Gen mit allen Exons und Introns. Dieses Transkript, das ist die HN-RNS. Und die HN-RNS wird dann zur Messenger-RNS umgewandelt, dadurch, dass man die Introns rauswirft. Das ist Splicing. Und dabei wird sie enorm verkürzt und deswegen ist die Messenger-RNS so klein. Das habe ich hier geschrieben. Aus diesen Bildern habe ich geschrieben, eine neue Interpretation der HN-RNS, ein Transkript des Gens mit allen Exons und Introns, deshalb sehr lang. Und das ist also die sensationelle Entdeckung und die direkte Interpretation der HN-RNS, die sich daraus ergibt. Ja, wenn man sich jetzt in diese Zeit zurückversetzt, dann kann man sagen, dann kann man sich überlegen, wie wird die HN-RNS synthetisiert. Und da gibt es im Grunde zwei Alternativen und zwei Varianten, will ich mal sagen. Und das sind die Varianten oder Alternativen A und B. Hier in der Mitte habe ich gezeichnet, der schwarze Doppelstrang, das ist natürlich die DNS, das Gen. Und jetzt hat man die Version A, da sieht es folgendermaßen aus. Da bindet also die Polymerase 2, die die Transkription macht, an dieses Gen und fängt hier mit der Transkription an und transkribiert dann hier vom 5-Ende zum 3-Ende und ich habe das Transkript gleich so gefaltet, wie es dann für das Splicing aussieht. Das wäre also noch das vollständige Transkript und so würde man hier also das Intron 1 und das Intron 2 haben. Das entspricht dieser Figur. Und dann würde man sagen, dann hat man am 5-Ende, muss man ein Cap addieren und am 3-Ende muss man Poly-A addieren. Dann hat man hier die HN-RNS. Dass die HN-RNS am 5-Ende ein Cap hat, das habe ich Ihnen noch nicht erläutert, aber es ist natürlich so gewesen, wie man 1975 das Cap an der Messenger-RNS entdeckt hat von Vaccinia und Reovirus, hat man natürlich nach dem Cap auf der HN-RNS geguckt und da hat man auf der HN-RNS ein Cap gefunden. Deswegen habe ich also jetzt gesagt, hier wird das Cap addiert und hier wird das Poly-A addiert. Das ist also die direkte Version 1, aber es gibt eine etwas weniger direkte Version 2. Die sieht so aus, dass man sagt, die Poly-A, die Polymerase 2, die diese Transkription macht, die beginnt hier etwas früher und mit der Transkription PPP. Und dann läuft sie hier durch, so wie hier oben auch, und dann hört sie aber hier nicht auf, sondern sie läuft hier hinten auch etwas weiter. Und dieses Transkript wird dann prozessiert dadurch, dass man sagt, hier vorne gibt es eine Spaltung. Und dann wird an diese Stelle das Cap angesetzt. Und hier gibt es hinten auch eine Spaltung und da wird Poly-A angesetzt. Das primäre Transkript wäre also noch länger als die HN-RNS.
Das ist gar nicht unplausibel, denn es ist so, dass bei vielen RNS-Molekülen, die man in vivo findet, die Moleküle abstammen von wesentlich längeren Vorläufern. Und das würde hier also für die HN-RNS gelten. Hier gäbe es für die HN-RNS keinen längeren Vorläufer. Und hier gäbe es für die HN-RNS einen längeren Vorläufer. Das muss man jetzt experimentell klären. Die HN-RNS ist ja immer der Teil zwischen dem Cap und dem Poly-A. Die HN-RNS wäre in diesen beiden Fällen gleich, nur der Vorläufer wäre anders. Der Vorläufer wäre hier genauso lang wie die HN-RNS und hier wäre er wesentlich länger. Das muss man sich also, das muss man jetzt experimentell klären. Aber das ist das, was man jetzt also sozusagen hinschreiben kann, wenn man diese neuen Experimente hat. Und die experimentelle Klärung will ich Ihnen hier nur im Prinzip erläutern. Ich habe hier nochmal geschrieben, die HN-RNS ist das Molekül nach Cap und Poly-A-Addition. Und wie ist die Situation jetzt am 5-Ende? Hat man A oder B? Ich habe geschrieben, man hat die Situation A. Das werde ich Ihnen gleich erläutern, wie man dazu gekommen ist. Außerdem habe ich geschrieben, sehr frühe Addition des Caps während der Transkription und gutes Splicing nur mit Cap. Das will ich Ihnen dann noch erläutern, diese Punkte. Und am 3-Ende hier bei der Poly-A-Addition, da hat man die Situation B. Da wird also, gibt es einen längeren Vorläufer, der geschnitten wird. Und das heißt also, das primäre Transkript, aus dem die HN-RNS entsteht, beginnt hier und endet hier. Das ist die Situation, die sich herausstellt. Und außerdem habe ich hier noch geschrieben, an der Poly-A-Additionsstelle, zum Teil mehrere alternative Orte für die Poly-A-Addition durch Poly-A-Polymerase, PAP. Nun, das muss ich Ihnen natürlich jetzt erläutern. Und ich will mit dem Cap hier anfangen. Man muss also zwischen dieser Situation und dieser Situation unterscheiden. Und man kann dabei natürlich zurückgehen auf die Analysen bei Reovirus und Vaccinia-Virus. Da war es ja so gewesen, dass dieses Beta-Phosphat, Alpha-Beta-Gamma, dieses Beta-Phosphat radioaktiv markiert worden war und das war im Cap gelandet. Und das zeigt natürlich, dass das Cap an dem Original-Triphosphat am Anfang gemacht wird, an dem Originalbeginn des Transkriptes, nicht an einer inneren Spaltstelle. An einer inneren Spaltstelle hätte man ja nie ein radioaktives Beta-Phosphat. Also wenn man das radioaktive Beta-Phosphat in das Cap bringen kann, dann hat man gezeigt, dass das Cap direkt am Original 5-Ende angesetzt wird. Und genau das hat man gemacht. Dann kann man so machen, dass man hergeht und sich Kerne nimmt, jetzt zum Beispiel aus adenovirus-infizierten Zellen, und dann versucht, da eine Polymerase-2-Transkription zu bekommen. Das geht natürlich auch bei ungeeigneten Bedingungen. Und dann unter niedrigem Actinomycin D würde man dann also den großen Vorläufer machen. Und für die HN-RNS, und das könnte man ja durch P32-Markierung gut sehen, dass man das kann. Und dann kann man sagen, vielleicht kann ich dieses Molekül auch markieren mit Beta-Gamma-P32-Triphosphat. Und wenn ich das kann, habe ich auch eine Initiation. Das gelingt. Und dann kann man sagen, muss man sehen, ob man diese Radioaktivität, die im Beta-Gamma markiert ist, das sind diese beiden Phosphate, ob man diese Radioaktivität, zumindest das Beta-Phosphat, in einem Cap einbauen kann, in dieser In-vitro-Situation. Und das ist wirklich gelungen bei der Synthese in der In-vitro. Und damit kann man also durch die Biochemie sehen, dass das Cap am Original 5-Ende markiert wird oder eingesetzt wird durch diese Markierung und nicht an so einer inneren Spaltung, weil eben dieses Beta-Phosphat im Cap landet. Und das kann man also machen und das hat man gemacht und damit hat man also diese Situation A identifiziert für das Cap. Ich habe dann geschrieben, sehr frühe Addition des Caps während der Transkription. Da kann man Folgendes machen, man kann hergehen und Zellen einfach mit P32 durchmarkieren und dann unter niedrigem Actinomycin D und aus dem Kern die HN-RNS, das ganze HN-RNS-Profil sich machen. Und
wenn jetzt diese CAP-Addition sehr früh stattfindet, dann würde man sagen, dann würde ich bei den kurzen Molekülen, die ja noch nicht fertig sind, bei den ganz kurzen Molekülen, bei denen ich hier noch ganz vorne bin in der Synthese, die ich ja auf diesem Gradienten auch habe, bei diesen Molekülen, da müsste ein PPPNP-5-Ende sein. Wenn das Molekül mit P32 durchmarkiert ist, kann ich das mit Alkali hydrolysieren und nach solchen 5-Ende-Molekülen gucken, auf der Acellulose-Säule zum Beispiel. Und siehe da, in den kurzen Molekülen finde ich dieses PPPNP-5-Ende. Und wenn ich die längeren Moleküle nehme und die ganz langen Moleküle, dann finde ich diese Moleküle, das P32 gar nicht mehr in diesem Material, sondern dann ist das P32, finde ich P32 in einer CAP-Struktur, die ja viel mehr negative Ladungen enthält und deswegen später aus der DHE-Zellulose-Säule kommt. Und dann kann ich sagen, die großen Moleküle haben also ein CAP. Die kleinen Moleküle haben dieses PPPNP und die großen Moleküle haben ein CAP. Kann ich, wie gesagt, durchmarkieren und dann mit Alkali hydrolysieren und an den Spaltprodukten erkennen. Dadurch kann man also sehen, dass ganz früh während der Transkription schon dieses CAP aufgesetzt wird an dieser Stelle. Das ist also die Lösung dieser Fragen und gutes Splicing nur mit CAP, da komme ich später drauf zurück. Wie kann man jetzt zwischen diesen beiden Situationen hier an der Poly-A-Addition unterscheiden? Wie kann man diese Situation identifizieren? Man hat Folgendes gemacht. Man kann sehr gut die Messenger-RNS, die aus diesem System kommt, isolieren, mit P32 vollständig durchmarkiert. Das ist ja diese horizontale Linie hier. Die ist ja hier und hier gleich. Hat man das CAP und das Poly-A. Und das kann man sehr gut isolieren. Und diese Messenger-RNS, die habe ich Ihnen hier schematisch aufgezeigt. Und diese Messenger-RNS, die kann man jetzt, sagen wir mal, mit T1-Ribonuklease spalten. Und das ist der erste T1-Schnitt und das ist der letzte. Dazwischen sind natürlich viele andere. Immer nach G spaltet das Enzym. Dann hat man also diese ganzen Spaltprodukte. Und dieses Spaltprodukt, die kann man durch Affinitätschromatographie reinigen. Das ist Oligonucleotidcellulose, das ist eine Boratsäule. Und dann kann man alles andere verwerfen und diese beiden enden sich machen. Und dann kann man von diesem Ende aus in diese Richtung und von diesem Ende aus in diese Richtung auf der RNS-Ebene sequenzieren. Auf der RNS-Ebene. Und dafür gibt es Sequenzierungsmethoden. Die sind älter als die DNS-Sequenzierungsmethoden, viel älter. Eine Methode ist zum Beispiel die Mobility-Shift-Methode, die ich Ihnen erläutere bei der Analyse der Sequenz der Viroide. Und wenn man diese Methoden anwendet, kann man also hier vom 5-Ende zum 3-Ende sequenzieren und hier vom 3-Ende zum 5-Ende sequenzieren. Und diese sehr kurzen Sequenzen kann man also bestimmen. Und diese Sequenz, die hier ist, die kann man dann anlegen an die DNS-Sequenz. 1977, da hatte man natürlich diese DNS-Sequenzen noch nicht. 1977 sind ja erst die Arbeiten von dem Sänger und von Maxam und Gilbert erschienen für die DNS-Sequenzierung, aber das ist dann ja sehr schnell gegangen. Dann kann man diese Sequenzen hier an der DNS lokalisieren und dann kann man sich diese DNS-Sequenzen nehmen und kann sagen, ich kann nach einem Transkript suchen, was eben länger ist und diese DNS-Sequenzen enthält. Ich kann damit nachsehen, finde ich ein solches Transkript, was auch hier an diese DNS-Sequenzen hybridisiert, entweder präparativ oder analytisch. Ich kann euch durch diese DNS-Sequenzen ein solches Transkript herausfischen oder kann von einem Transkript, was ich habe, feststellen, ob es diese Sequenzen enthält. Und das hat man gemacht und solche Transkripte hat man wirklich gefunden, die an dieser Stelle länger waren. Das habe ich hier angedeutet. Und damit hat man also diese Situation B hier identifiziert. Ich habe dann noch zwei Anmerkungen dazu. Und das erste ist folgendes: Wenn Sie dieses Stück haben und sequenzieren können, dann können Sie an dieser Stelle das 5-Ende dieser Polymerase 2-Transkription exakt sequenzieren. Denn Sie haben ja jetzt schon gesehen, das CAP wird das auf das Original 5-Ende gesetzt.
dann ist diese Sequenz also das Original Fünfstrichende. Das ist also eine außerordentlich wichtige Tatsache. Auf diese Weise kann man also wirklich die das Fünfstrichende der primären Transkripte identifizieren. Sehr, sehr wichtig für die experimentelle Arbeit. Und das andere, was ich noch erwähnen will, ist Folgendes. Dieser Schnitt, der braucht ja jetzt ein Signal für das Schneidesystem und für das Polyadenylierungssystem. Und ein Teil dieses Signals, das ist links von diesem Schnitt in der Messenger-RNS. Das Horizontale wäre ja die Messenger-RNS. Links davon ist ein Teil dieses Signals und diesen Teil, den hatte man schon vorher erkannt. Und das ist diese berühmte Sequenz AAUAAA. Das ist entdeckt worden 1976 von Proudfoot und Brownlee. Und zwar haben die Folgendes gemacht, die haben verschiedene Messenger-RNS-Moleküle isoliert und haben dann sich dieses Stück genommen und diese Sequenzen bestimmt. Nicht nur mit T1, sondern auch mit anderen Enzymen und die haben hier also eine Sequenz bestimmt. Und diese Sequenzen auf der RNS-Ebene, diese Sequenzen, die hatten eben gemeinsam dieses Motiv. Und die Bedeutung dieses Motivs, die konnte man natürlich nicht identifizieren, aber man wusste, das ist irgendein Motiv. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass es ein Motiv für diese Spaltung und für die Polyadenylierung ist. Nicht das vollständige Motiv, das vollständige Motiv enthält auch Sequenzen hier rechts, aber ein sehr wichtiger Teil dieses Motivs. Also so kann man also diese Spaltungssequenzen auch erkennen. Und auf diese beiden Punkte wollte ich hinweisen. Ja, das ist also die Identifizierung dieser, die sind also die Arbeiten, mit denen man sich darüber klar werden kann, wie die HN-RNS synthetisiert wird. Die Initiation ist hier, dann wird auf diese Stelle direkt das CAP gesetzt, dann läuft die Transkription weiter und sie läuft hier eben weiter, in diesem Sinne. Und dann bekommt man einen größeren Vorläufer und dieser größere Vorläufer, der wird dann geschnitten hier und Poly-A addiert und dann bekommt man das CAP. Es fängt also so an und hier hat man ursprünglich diese längere Situation, dann bekommt man hier den Schnitt. Sie könnten also sagen, Sie würden hier anfangen und hier weiterlaufen und hier schneiden und dann hätten Sie dann das Poly-A. So sieht das aus. Nun, sehr wichtig ist, oder ich will sagen, damit habe ich im Grunde ausgeschöpft diese Situation, so wie sie sich dann hier direkt darstellt, mit dem Ausblick auf diese Situation A und die Situation B. Ich will noch einen weiteren Ausblick machen, ganz zum Schluss. Und dafür habe ich hier unten diesen Satz geschrieben. Ich habe geschrieben, durch alternative Poly-A-Addition und alternatives Splicing können aus einem primären Transkript zahlreiche verschiedene HN-RNS, mRNS und Proteinmoleküle gemacht werden. Und dann habe ich diese Stichworte hier noch aufgeschrieben. Das ist jetzt natürlich noch weiter betrachtet, aber es ist sicherlich sinnvoll, sich das, um ein vollständiges Bild zu bekommen, zu vergegenwärtigen. Hier am Fünfstrichende, da gibt es keine Alternativen. Da landet das CAP immer an dem Original Fünfstrichende. Am Dreistrichende, da hat man also Alternativen. Verschiedene alternative Poly-A-Additionen. Und man kann sagen, ich habe also könnte diesen Pfeil zeigen. Ich könnte aber sagen, daneben gibt es auch diesen Schnitt oder diesen Schnitt. Die sind parallel in der Zelle. Ein Teil der Moleküle wird so prozessiert, ein anderer Teil so prozessiert. Diese verschiedenen Spaltungen, führen zu verschiedenen HN-RNSen. Der N-RNS ist ja immer die Sequenz zwischen diesem und diesem Pfeil. Die vollständige Sequenz. Die vollständige schwarze Sequenz hier. Und es gibt also verschiedene HN-RNSen. Und diese verschiedenen HN-RNSen führen dazu, dass man von verschiedenen Messenger-RNSen bekommt. Sie sehen ja, wenn Sie diese Pfeile hier nehmen, dazwischen horizontal, das ist die Messenger-Sequenz.
Und dann auf der Messenger-Sequenz ist am Anfang eine untranslatierte Region und am Ende auch. Also rechts von diesem Pfeil und links von diesem Pfeil hat man kurze Sequenzen, die nicht translatiert werden. Dazwischen ist dann die Proteinsynthese. Und wenn Sie jetzt diesen Pfeil hier haben und diesen Pfeil hier, dann sehen Sie direkt, die untranslatierte Region, die wird hier viel größer. Wenn Sie den Pfeil hier hinsetzen, bekommen Sie also eine entsprechend größere Menge von untranslatierter Region in der Messenger-RNA. Und diese untranslatierte Region in der Messenger-RNA, die hat außerordentlichen Einfluss auf das biologische Leben der Messenger-RNA. Natürlich nicht auf das Protein, was davon gemacht wird, aber auf die biologische Potenz, die biologischen Eigenschaften der Messenger-RNA. Und dafür habe ich mir zwei Stichworte aufgeschrieben. Diese UA soll Folgendes bedeuten. Wenn hier in der Messenger-RNA mit der zusätzlichen Sequenz, mit dem Pfeil, sagen wir mal hier, wenn da diese Sequenz drin ist, in der zusätzlichen RNA-Sequenz, dann wird die Messenger-RNA äußerst labil, sie wird äußerst schnell abgebaut. Es gibt Abbausysteme, die das erkennen und dann sehr schnell abbauen. Das heißt, ich hätte also diesen kurzen Messenger, der stabil ist, und den längeren Messenger, der sehr schnell abgebaut. Die könnte ich in der gleichen Zelle nebeneinander haben, in verschiedenen Lokalisationen. Aber ich könnte auch sagen, in der Leberzelle habe ich den einen und im Herzmuskel habe ich den anderen. Und so ist es auch. Das wird alles reguliert. Und das ist also eine sehr wichtige Eigenschaft dieser untranslatierten Sequenz auf die Biologie der Messenger-RNA. Und ich habe noch ein zweites Beispiel genannt. Man kann sehr viele Beispiele nennen. Da habe ich mir Mikro-RNA aufgeschrieben. Wenn an dieser Sequenz jetzt eine Mikro-RNA bindet, die in der Zelle vorgehalten wird, von einem zellulären entsprechenden Gen, dann wird diese Messenger-RNA nur sehr schlecht translatiert. Und das heißt also, ich kann die Effizienz, die Lebensdauer und die Translationseffizienz der Messenger-RNA dadurch steuern, dass ich diesen Pfeil hier hin und her bewege, sozusagen, wenn Sie so wollen, wenn ich die entsprechenden Signale dann da reinsetze. Das ist natürlich eine ungeheure Möglichkeit für die Zelle, aus einem Gen jetzt verschiedene Messenger zu machen, die ganz verschiedene biologische Eigenschaften haben. Und das wird benutzt und das wird natürlich auch reguliert. Und das ist also das, die verschiedenen Alternativen bei der Spaltung und der Poly-A-Addition. Und das andere ist das alternative Splicing. Und das alternative Splicing, das bedeutet, dass man also sagen muss, es gibt nicht nur dieses Splicing zwischen diesen benachbarten Punkten, sondern man kann sagen, dieses Dreistrichende hier, ich will das mal so zeigen, dieses Dreistrichende, das kann auch mit diesem Fünfstrichende reagieren. Und der ganze mittlere Teil wird dann entfernt. Wird dieser Punkt mit diesem Punkt verbunden. Das ist ein alternatives Splicing. Die werden nebeneinander verwendet und dadurch sehen Sie, können Sie aus diesen verschiedenen Sequenzen, die ja jetzt für das Eiweiß kodieren, können Sie verschiedene Messenger-RNA-Sequenzen machen. Die einen enthalten Exon 1, Exon 2 und Exon 3 und die anderen würden also nur Exon 1 und Exon 3 enthalten. Sie würden dann verschiedene Proteine bekommen und diese Proteine nennt man Isoformen. Und das heißt also jetzt, wenn Sie das sehen für ein eukaryontes Gen, was Sie hier haben, was eben diese wunderbare und komplexe Form der Messenger-RNA-Synthese hat, dann können Sie aus einem Gen eine große Anzahl von verschiedenen Messengern machen, die das gleiche Protein machen, durch diese Variation hier. Und Sie können außerdem für jeden dieser Messenger, sagen wir mal einen sehr kurzlebigen Messenger zum Beispiel jetzt, für diesen kurzlebigen Messenger können Sie durch alternatives Splicing verschiedene Isoformen von Proteinen noch aus diesem kurzlebigen Messenger, können Sie noch verschiedene Versionen oder verschiedene Formen von Proteinen machen, eben die verschiedenen Isoformen. Sie sehen also, Sie haben also eine ungeheure Möglichkeit von biologischen Effekten, die Sie machen können, aus einem Gen. Sie können Messenger-RNA machen, die eben stabil sind, die labil sind, die gut übersetzt werden, die schlecht übersetzt werden, die in eine bestimmte Lokalisation gehen, in eine andere Lokalisation der Zelle. Und Sie können diesem Messenger noch sagen, mache diese Isoform oder jene Isoform. Das können Sie in diesem wunderbaren System machen und das wollte ich am Ende noch
andeuten, damit man eben erkennt, welche ungeheure Bedeutung dieses Schema im Grunde hat. Ja, damit bin ich also wirklich am Ende dieses Vortrages jetzt angelangt und ich habe Ihnen also jetzt die ganze Geschichte hier am Ende in Kurzform bis zum Ende erzählt und bin damit wirklich am Ende des Vortrages angekommen.